Hallo zusammen. Und zwar habe ich mir was überlegt. Und zwar ist es jetzt momentan so ein Hype, dass die Leute halt fressen ohne Ende oder diese Eating Competitions, dass die Leute halt irgendwo hingehen und riesige Mengen an Essen wegschmatzen und wegfressen innerhalb der kürzesten Zeit. Und ich werde das widerlich aus. Fertig. Und da habe ich mir überlegt, gut, so gesund kann es ja für den Körper auch nicht sein. Also werde ich jetzt was ganz anderes machen. Ich werde Cross-Trainer-Sessions machen. Ich werde halt da ein paar Kilometer ansammeln und dann immer so versuchen, ein bisschen zu teilen, wie viel Kalorien ich auch verbrannt habe, wie viele Kilometer ich gelaufen bin, was für eine Zeit. Das ist jetzt erstmal nur so ein Konzept, aber ich habe da irgendwie Bock drauf. Und ich fange dann jetzt einfach mal an. Vielen Dank. Das ist natürlich die Frage, oder man wird sich fragen, wie kommt man auf so eine Schwachsinnsidee und wer soll sich was angucken? Wie gesagt, die Idee ist mir gekommen, eigentlich, wo ich mir in letzter Zeit vermehrt diese Videos von diesen Menschen angeguckt habe, die halt Bettessen und das sind große Waren und irgendwie, dann wie es halt ist, auf der Toilette kam mir die Idee, wo ich mir gedacht habe, ey, warum nicht sowas auf dem sportlichen Sinn machen, weil da kann man auch auf Zeit laufen, Ausdauer, kann halt irgendwas, woran man messen kann und ich fand die Idee eigentlich ganz schnieke. Und wenn ich jetzt gucken soll, keine Ahnung. Und wenn es keiner guckt, dann ist es mir auch egal. Ich finde die Idee aber witzig. Und vielleicht, nur vielleicht, kann ich ja jemanden animieren, motivieren, auch Sport zu machen. So, wenn ich ganz viel Spaß auch mache, was jetzt gerade in den Kopf reinkommt, eigentlich soll ja das langfristige Ziel sein, irgendwie dazu aus dem Spendenmärkten zu starten, weil, why not? Ich finde halt die Idee ganz schön, so für jeden geraten Kilometer, wie das nicht, bis zu 1 Euro. Zu spenden oder Leute dazu bewegen zu können, mitzumachen oder mitzuspenden, zum Beispiel einen wohltätigen Zweck. Ich meine, wenn es nach mir kommt, das ist natürlich irgendwas, was in den kleinen Schritten passiert und für falsche Nachdrücken sehr wichtig, weil es wird ja was zurückgeben. Und muss man schauen. Wie gesagt, jetzt erstmal so schön rein oder Ideen, die mir in den Kopf reinkommt und alles weitere sieht man dann. So, für alle, die jetzt so ein technisches Meisterwunderwerk erwarten oder wahnsinnig viele Effekte oder keine Ahnung, großartig irgendwas, um das Video anspruchsvoller zu machen. Ich möchte daran erinnern, also ich bearbeite das natürlich von meinem Handy aus, weil ich filme auch mit meinem Handy. Ich habe zwar einen Laptop, aber das ist ja wunderbar drin und da ist auch so ein riesen Opus zu machen. Ja, ich habe immer ein bisschen Zeit. Ich versuche es einfach mal so, so gut es geht, irgendwas zu machen. Ansonsten für Verbesserungsvorschläge bin ich natürlich immer sehr offen und Kritik natürlich auch, solange es konstruktive Kritik ist und nicht respektlos und wer weiß, vielleicht habe ich hier auch dann irgendwann ein Wildschirm stehen und kann man in den Bergen dann laufen, machen was oder in der Wüste, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, gell? Und wenn man jetzt jemand sieht, so langsam macht es sich bemerkbar, sollte man gucken, wie groß ich den Flecken kriege, das ist noch ein bisschen klein. Und für alle, wo ihr vielleicht denken oder sich sagen sollten, guckt ihn euch an, ich habe einen Cross-Trainer zu Hause, ich habe keinen, die Kosten haben wir tatsächlich mit meinem Partner und ich geteilt und geholt. War nicht so teuer gewesen. Und ich auch, wenn man draußen joggen geht, vor allem jetzt gerade bei draußen, es ist schönes Niesewetter, Regenwetter und es gibt nicht schöneres, als bei so Wetter laufen zu gehen. Aber ich war mehr oder weniger gezwungen, auf den Kosten umzusteigen, weil ich die letzten 2 Jahre massive Probleme hatte mit dem Rücken. Was darauf zurückzuführen ist, dass ich eigentlich Zeit meines Lebens oder seitdem ich laufen kann, die falsche Schuhe getragen habe. Und dementsprechend hat sich das dann irgendwann später bemerkbar gemacht und ich, wie gesagt, ich würde auch gerne draußen laufen gehen, aber ich finde, das ist mit Cross-Trainer sehr alternativ. Solltet ihr immer noch da sein oder euch noch angucken, das ist echt cool, was ich feiere das. Und wie gesagt, falls irgendwie Verbesserungsvorschläge, Ideen, wie auch immer, wie man das alles ein bisschen halten und pushen kann, weil wie gesagt, ich möchte den Sport machen, Ausdauersport, ich möchte auch gerne zurückgeben an Menschen, die mental vielleicht genau ein bisschen nicht vernetzt oder wie auch immer, weil es Depressionen, Panikattacken und ich würde da sehr gerne unterstützen und die mehr helfen, wenn man hat, desto besser, wenn irgendjemand irgendwelche Ideen hat. Oder Leute kennt oder wusste die Verein oder keine Ahnung, wie gesagt, ich kenne mich da selber nicht so aus, deswegen rede ich da auch so ein bisschen blöd drumherum. Aber ja, wenn man eine Idee hat, immer her damit, herzlich willkommen. So, das war's fürs erste Mal. Wie gesagt, ich mach's jetzt nur so für mich, das Programm. Also, wenn irgendjemand die gute Absicht dahinter erkennt oder das auch unterstützen will oder wie auch immer, in den Vorschlägen, kann sich bitte wissen lassen. Erstmal möchte ich mich bedanken bei folgenden Personen, die meinen Post geliked haben. Beim Alex, Chris, bei der Andrea, beim Michi, beim Ben, beim Tutti und beim Basti persönlich. Vielen Dank dafür, weiß ich sehr zu schätzen. Und dann nochmal unbekannterweise an alle anderen, die den Post auch geliked haben. Ich habe mir überlegt, jetzt zeige ich erstmal kurz die Strecke, die wir bisher gelaufen sind. Und zwar hier. Und ich habe jetzt mal grob angepeilt als Ziel, wir bewegen uns mal Richtung Norden, Richtung Hamburg, haben jetzt eine kleine Strecke geschafft und dann im nächsten Video sieht man dann wieder den Fortschritt, den wir gemacht haben im Vergleich zur letzten Session. So, oh.
Also, ich hatte ja Anfang des Jahres eigentlich angefangen, da wollte ich das Videotagebuch führen wegen meinen Panikattacken. Das habe ich jetzt auf Eis gelegt, weil meine Panikattacken sind besser geworden. Kommt zwar immer noch durch, aber es ist halt auch für mich wichtig, nicht so viel Stress zu haben und da halt dann noch arbeiten, privat, dann noch Videos aufnehmen, dann noch alles schneiden und machen und tun. Das wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen. Da finde ich eigentlich das hier jetzt gerade ist eine super Alternative, weil da kann ich auch euch up-to-date halten, wie es mir meine mentalen Verfassung so geht. Und macht dann so einen riesen Thumbs up. Und jetzt habe ich gerade Lust, die Geschichte zu erzählen, wie es bei mir auch angefangen hat mit Sport, beziehungsweise meine sportliche Karriere. Mal fragen, was das Laufen jetzt angeht. Mit dem Laufen so angefangen, weil mein Papa war ja auch sehr sportlich gewesen. Und der ist in Frankfurt den Marathon gelaufen und irgendwann kam auf die Idee, dass auch seine Kids bei diesem Marathon mitlaufen sollten. Und der Minimarathon Frankfurt war 4,2 Kilometer und der große Marathon sind jetzt 45. Und dann haben wir angefangen, darauf hinzutrainieren. Vor allem bei mir als ehemaliger Asthmatiker war das dann gut und hilfreich für meine Gesundheit, auf den Sport anzufangen. Ich muss sagen, ich habe es gehasst. Also ich kann mich erinnern, als war Junge. Ich habe es so sehr gehasst, joggen zu gehen. Aber mein Papa hat sich echt Mühe gegeben. Das ist mir auch wieder Spaß gemacht, kleine Schritte immer, weil das immer fortgeführt haben. Und ich muss sagen, einfach nur, dass ich den Moment, wo ich mal das gelaufen bin und dass ich den auch durchgezogen habe, war ich dann stolz. Ja. Jetzt habe ich mir auch mal überlegt, ob was noch reden kann, weil nur die ganze Zeit nicht hinsehen ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Erfüllung. Ich habe keine Ahnung, die Themen, die mir in den Kopf kommen, sind Drogenmissbrauch, lange Jahre Alkoholmissbrauch, Aufenthalt in der Psychiatrie, wie ich mein Leben wieder auf die Reihe bekommen habe. Keine Ahnung, was Stefan momentan macht. Muss man mal schauen. Auf jeden Fall bin ich ja wieder, oder bin ich, seitdem mir diese Geschichte im Februar, März passiert ist, seitdem ich mit Panikattacken zu kämpfen habe, mit Depressionen eigentlich schon länger, aber mit Panikattacken, ist mir vieles bewusst geworden, hat sich viel rauskristallisiert, viele andere Sachen und mir geht es einigermaßen besser. Wie gesagt, man kämpft manchmal. Es gibt Tage, da steht man auf. Ich hoffe, dass man den nächsten Tag einfach noch mit erleben kann. Da gibt es Tage, da zieht man einfach durch, macht und hat keine weiteren Probleme. Ich meine, jetzt, wo ich Nachtschicht arbeite, merke ich selber auf. Das fängt an zu zerren, das ist unheimlich. Und das habe ich meiner Partnerin von mir auch gesagt. Ja, da ging es nicht ganz so gut. War nicht ganz so schön gewesen jetzt. Und dann geht es gerade wieder. Mir ist so ein bisschen schwindelig die ganze Zeit im Kopf. Aber ja. Ich mache mir da nicht allzu viele Gedanken jetzt gerade oder will mich da nicht so reinsteigern, weil das ist dann irgendwie, je mehr man sich mit dem Kopf reinsteigert, umso schlimmer wird es. Dann fängt es an, dieses Körper zu kribbeln. Oder bei mir ist es ja ganz schlimm, scheinbar auch zu atmen, bis es mir dann schwindelig wird und ich dann ganz panisch anfange zu atmen. Und dass er dann quasi mehr oder weniger dazu aufhört, dass ich überventiliere. Ach, das ist komisch, definitiv. Aber auf der schönen Seite, auf der anderen Seite, um auch da ein bisschen anzuknüpfen, zu der Videoreihe, die ich ja eigentlich machen wollte. Ich habe nächsten Freitag meine nächste therapeutische Sitzung. Das mussten wir jetzt ein paar Wochen aussetzen lassen, weil es von der Versicherung genehmigt werden musste. Die weiterführende Behandlung ist auch krass, ist, weil ich mir halt auch denke, gut, wenn ich jetzt da die Anfangsgespräche hatte und bei mir vielleicht doch was Schwerwiegenderes wäre oder stabiler wäre, wenn man da irgendwie 4 Wochen warten muss, bis der Antrag durchgeht. Puh, wer weiß, was ich in der Zeit alles hätte machen können. Ob ich das Leben nehmen können, hätte dies, hätte das. Gut, ich meine, wenn man sich das Leben nimmt, kann man sowieso nicht mehr viel machen. Aber das wäre also das schlimmste Szenario gewesen von allen. Und krass. Ich finde es halt krass. Aber ich freue mich darauf. Wie gesagt, nächsten Freitag mit der Therapie weiter. Freue ich mich darauf, darüber zu berichten. Dann bin ich auch erstmal im Urlaub. Und dann geht's weiter. Natürlich die Blume von gestern verdammt ist. Zum anderen habe ich mich auch komisch gefühlt, als ich heute Morgen aufgestanden bin. Ich habe wieder das Gefühl, als ob irgendwie so ein Stein auf meinem linken Lungenflügel liegt. Und ich habe am Anfang ja immer gedacht, dass das Herz hier genau liegt. Bis meine Frau und ich uns dann mal das Anatomik angeguckt haben und gesehen haben, das Herz ist ja eigentlich mehr zentral und mittig. Was ja auch Sinn macht, weil der Herz-OP mit deinem Brustkorb hier in der Mitte aufsägen. Und ich habe mich relativ unschlüssig gewesen, wie fit ich jetzt sein werde, wenn ich auf Laufband gehe. Das ist auch was auf dem Crosstrainer, was natürlich auch mit einer der Gründe ist, warum ich ein bisschen verstreut war jetzt am Anfang. Aber jetzt gerade geht's und wir machen weiter. So, dann will ich mir kurze Zeit nehmen,
um auch mal kurz über meine Panzerattacken zu reden. Oder ob es da beziehungsweise über das neue Update. Und das gab es gestern. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ich habe mir auch die Haare schneiden lassen. Vielen Dank an der Stelle an den Barber meines Vertrauens, Bernhard, der für die unfassbar talentierten und guten Jungs vom Urisch Barbershop arbeitet. Und dann schaut auch mal kurz hier eine kleine Werbung rein. Und ja, bei mir ist ja im Moment schwierig mit dem Autofahren, sobald ich mich zu Hause sitze und Strecken fahre, die außerhalb meiner Region sind, wird mir sehr schnell weg. Und das letzte Mal hatte ich also massive Probleme, wo ich das Eichhörnchen weggebracht habe. Und gestern, wo ich dann mit unserem kleinen Hund nach Frankfurt gefahren bin, um die Haare schneiden zu lassen, weil die Hinfahrt auch, ja, es ging einigermaßen. Ich bin so wenig Autobahn gefahren wie möglich, bin viel aufgewichen. Und ja, während der Fahrt, ich weiß gar nicht, wie ich das drin war, ich habe meinen Kopf schief gehalten und habe halt geguckt, dass ich regelmäßig atme, weil, wie gesagt, dann diese Aufregung, ich vergesse dann zu atmen. Mir hat es ein bisschen in den Füßen geklemmt, ein bisschen in den Händen. Und ich muss dem Bernhard da einen riesen Lob aussprechen, weil jedes Mal, wenn wir Felsen bei mir mit Haaren schneiden, weil der sich auch auskennt mit Panikattacken, gibt es so einen gewissen Druckpunkt bei mir im Rücken. Und den hat er gestern auch wieder vorzüglich getroffen. Die Rückfahrt war sensationell. Also ich habe mich seit Wochen nicht mehr so gut gefühlt. Und auch generell der gestrige Tag war dann sehr entspannt und ich habe mich einfach wohl gefühlt. Und ich habe dann auch zu meiner Partnerin gesagt, also wenn jeder Tag so wäre wie der gestrige, wäre es wunderschön, ist halt leider nicht möglich. Wobei heute geht es mir auch noch sehr gut. Es ist aber schon wieder anders. Also, und ich habe jetzt keinen riesen Hangover oder sonstiges, aber wie gesagt, diese Symptome im Körper und Gedanken im Kopf, das ist halt nicht einfach. Aber wir machen das Beste draus. So, noch was. Und zwar wegen dieser ganzen Laufaktion. Und weil ich ja da irgendwie auch ein bisschen noch am Überlegen bin, wie man das Charity-Ticket umwandeln kann. Ich habe mir jetzt überlegt gehabt, mal gucken, wie die Kilometeranzahl bis Ende des Jahres ist. Und ich würde mich freuen über jeden, der sagt, dass er mitmacht, weil ich würde gerne den gesamten Kilometerbetrag in Euro gerne an ein oder zwei Einrichtungen überweisen. Wenn ich jetzt aber natürlich 700 Euro erlaufe, dann ist das schwer, diese Kosten alleine zu tragen. Das heißt, jeder, der sich dazu bereit erklären würde, mit mir die Kosten zu teilen, würde dann natürlich mit spenden und würde halt, wie gesagt, die Kosten für sich selbst runter reduzieren. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, wirklich 700 Euro erlaufen, dann greife ich 10, vielleicht 70 pro Kopf. Bei 20 wäre es dann halt nochmal die Hälfte, 35 oder was. So, glaube ich, auch bei mir nicht gerade. Und ja, das ist halt, das ist so mein kleiner Gedanke. Deswegen mal schauen, ich danach nachgefahren gucken, ob ich nicht meine Firma vielleicht mit involvieren kann. Das werde ich nach meinem Urlaub mal anbauen und werde dann bestimmt ein Update geben können. Und wie gesagt, ich würde mich halt freuen, wenn bis Ende des Jahres das alles noch ein bisschen mehr Reichweite bekommt und man halt wirklich dann sich so einigen könnte. Ich finde die Dinger schon noch schlecht, wie gesagt. Oder ansonsten gucke ich, wie ich das selber irgendwie lösen kann und wenn ich nur ein Drittel von dem Ganzen irgendwie am Ende selber bezahle und überweise, dann ist das auch okay. Aber ich möchte irgendwas Gutes machen. Ich möchte, mir geht es nur um Charity. Mir geht es nicht um mich. Ich will keinen einzigen Cent für mich behalten. Ich möchte spenden. Das ist alles. Ich weiß, das hört sich komisch an und das ist schwer zu erklären. Oder ich weiß nicht, wie ich es sonst anders erklären soll für mich. Mir geht es nur darum, Gutes zu tun für die Menschen. Und fertig. Hallo Lüle und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Running for Charity. Stimmt das, Running for Charity? Oder auch, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Running for Charity. Ich bin mir am Namen überlegen, ich weiß auch nicht was, ganz, ganz, ganz wichtig. Weil ich mir Gedanken gemacht habe bezüglich Spenden und Spenden sammeln, an wen das Ganze denn gehen soll. Das würde gehen an die Stiftung für die Deutsche Depressionshilfe. Und da ist der Schirmherr sogar, Harald Schmidt, für alle, die ihn nicht kennen, hier ist mein Bild von ihm und ist auf jeden Fall was Seriöses und dafür würde ich dieses Jahr gerne spenden sammeln. Ich weiß zwar noch nicht, wie das dann alles so weitergehen soll dieses Jahr, aber ich plane jetzt schon in meinem Kopf, nächstes Jahr weiter in diese Läufe zu machen und ich denke, dann würde ich in den Bereich Panik gehen und für dieses Jahr, halten wir mal fest, machen wir das mal für die Deutsche Depressionshilfe. Ja, vor dem Urlaub hat es ja nochmal eine Therapiesitzung gehabt, wie gesagt, heute mal die nächste. War gut gewesen, ich freue mich auf den Freitag. Haben wieder über bestimmte Dinge geredet. Ich mache da kein Bild raus. Jetzt ja, das sind Sachen, die familienbedingt sind, die mich wahnsinnig belasten. Und dann hatte ich eine gewisse Alltagssituation. Und dann gucken wir jetzt in den kommenden Wochen, wie wir das Ganze bewältigen. Vielen Dank für all die Liebe, die ihr da lasst. Vielen Dank für jedes Like, jeden Kommentar. Den bisschen Support, den man geben kann, freue ich mich wahnsinnig drüber, wirklich, das ist unfassbar. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich halt jetzt so eine Nische gefunden habe, die mir halt auch wahnsinnig Spaß macht.
Und wenn ich euch auch ein bisschen damit unterhalten kann, ist mir damit auch mehr als gedient. Und ansonsten, wie gesagt, ich mache das für einen guten Zweck. Alles, damit wir Ende des Jahres an die Deutsche, hier die Stiftung Deutsche Depressionshilfe spenden können. Das ist der Main-Focus. Und ja, in diesem Sinne, frohes Bergfest, Happy Hump Day, angenehme Restwoche noch und mit viel Glück oder viel Pech, je nachdem, wie man sehen will, sehen wir uns entweder am Samstag wieder oder dann halt erst nächste Woche. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe von Spitzes Ideen Running for Charity. Was wir in diesem Video neu haben werden, ist, dass wir entweder hier oder hier unten, ich würde mal behaupten, wahrscheinlich hier so, auch eine Zeit. Also wir haben ja jetzt im letzten Video die Zeitangabe mit dabei und da unten in die Ecke kommt dann, ob wir jetzt Plus oder Minus im Vergleich zum letzten Lauf gelaufen sind. Letzte Woche Freitag hatte ich ja dann wieder eine therapeutische Sitzung und wir sind dann mal so alles durchgegangen von der letzten Woche oder wie mein Urlaub gewesen ist und auch wie so alles sich mit meiner Familie entwickelt. Dann natürlich Standard, oder was heißt Standard, meine Frage, wie hoch mein Alkoholkonsum denn im Moment noch ist. Da, gut, ich weiß nicht, ob gut, jemand, der mich noch nicht so lange kennt, wird es vielleicht nicht sehen, aber ich bin auch ein bisschen mehr erschlankt, seitdem mein Alkoholkonsum sich in Grenzen hält. Ich sag mal so, von über die Jahre, von 2 Flaschen Schnaps am Tag zu mal ein Weinchen unter der Woche oder mal ein paar mehr Weinchen am Wochenende, ist eine Steigerung. Ist natürlich jetzt auch nicht perfekt oder super oder besser oder so, sagt ihr, warum trinkst du nicht einfach gar nicht oder warum hast du nicht aufgehört? Ich habe mal eine Zeit lang nicht getrunken und bin dann irgendwann wieder zurückgerutscht. Und ja, es ist immer so ein Auf und Ab und Auf und Ab. Ich denke, ich habe mittlerweile selber eine gute Balance gefunden und es passiert selten, dass ich mal einen zu sehr über den Durst trinke im Vergleich zu früher. Ich werde nicht ausfallend, ich werde nicht aggressiv, ich werde nicht penetrant, ich werde nicht aufdringlich. Aber zurück zum Thema. Als wir dann in meiner letzten Stunde, dass wir das soweit durch hatten, haben wir jetzt am Freitag, machen wir mal einen Versuch, weil bei mir mit meinen Panikattacken neige ich dazu, sehr zu verkrampfen. Wenn ich merke, irgendwas so über Kopf und Körper bahnt sich an, ich verkrampfe einfach unheimlich. Und ja, das hilft auch nicht sonderlich zur Entspannung beizutragen. Und wir werden jetzt versuchen, irgendwelche Muskeln im Körper zur Anspannung oder Dehnung oder wie auch immer zu machen, um da ein bisschen Entspannung reinzuschaffen. Ich weiß aber nicht genau, wie das Ganze funktionieren soll. Das erzähle ich dann am Samstag im nächsten Video. Aber ich bin gespannt, wie man das. Und ja, letzte Woche Freitag bin ich auch mit dem neuen Familienauto zur Therapiesitzung gefahren. Das hat mir Spaß gemacht. Das war das erste Mal, dass das Autofahren mir ein bisschen wieder Spaß gemacht hat. Ja, und jetzt mal gucken, da es bald wieder in Urlaub geht nach Rügen. Wäre es halt schön, wenn ich da wieder einigermaßen Autofahren könnte. Aber das sehen wir dann. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, ich freue mich auch auf die nächste Therapiesitzung. Und geht mal so weiter. Ich war nie sonderlich gut im Ausdauersport als Kind. Wie gesagt, als ehemaliger Asthmatiker. Ich weiß noch, meine Mutter hat zu mir gesagt, als ich damals angefangen habe, in der Grundschule einen Fußballverein zu spielen, oder meine Zeit lang Fußball gespielt habe, Fußball spielen durfte. Ich habe einmal gegen den Ball getreten, da war ich außer Kondition. Nachdem wir dann nach Frankfurt gezogen sind, konnte ich ja keinen Vereinssport mehr ausüben. Und das war auch mit einer der Gründe, warum wir dann mit Joggen angefangen haben. Und da hat sich meine Kondition ein bisschen aufgebaut. Wie gesagt, ich rauche auch sehr viel. Ich ernähre mich jetzt nicht absolut gesund. Ich trinke ja immer irgendwann Durst. Und ja, man, mit der Zeit oder wenn man den Sport verfolgt oder sich ein bisschen Mühe, es kommt ja nicht auf die Geschwindigkeit drauf an und auch nicht auf die Strecke. Aber so ein bisschen laufen, wenn man die Möglichkeit hat. Und ich finde, Ausdauersport ist sowas, mit kleinen Schritten kommt man dann voran. Das ist bei jedem Sport so. Bei jedem Training, was man macht, irgendwie mit jedem weiteren Mal baut man immer ein bisschen mehr auf. Und ich finde, das ist sehr schön. Natürlich ist Sport auch der undankbarste Hobby der Welt, wenn man es als Hobby bezeichnen will. Weil wenn man aussetzt über längere Zeit, dauert es halt Ewigkeiten gefühlt, bis man wieder an dem Punkt ist, wo man gewesen ist. Aber umso schöner ist es, wenn man den Punkt dann erreicht und sogar darüber hinaus wächst. Und man darf ja auch die ganzen Vorteile, die Sport so mit sich bringt, wenn man das alles warm und nicht exzessiv macht, die Vorteile, die Sport mit sich bringt, auch nicht vergessen. Wenn man für mich im Kopf sehr wichtig, ich merke es, wenn ich keinen Sport mache, werde ich unleidlich. Das ist wie, wenn ich nichts esse, werde ich auch unleidlich. Und, ja. Ich werde heute und am Samstag dann nochmal laufen, danach wird wieder 2 Wochen Pause sein, urlaubsbedingt. Wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, werde ich gucken, dass ich zeitnah ein Konto eingerichtet kriege, wo man gerne überweisen kann, wenn man sich beteiligen will an der guten Sache, weil, wie die letzten Mal jetzt schon erwähnt, wir sammeln Spenden für die Deutsche Depressionshilfe bis Ende des Jahres, also eigentlich bis Heiligabend ist so der Plan, dass man das dann per Blitzüberweisung bis Silvester quasi also zum letzten Tag überwiesen hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade im Essen schon erwähnt habe oder nicht. Ich war jetzt ein bisschen gestresst gewesen, weil, gut, die letzten Tage, wie gesagt, nicht für mich so sonderlich spitze, letzte Nacht war wieder so 2 Stunden vor Feierabend, wo ich eine extrem stechende Brust bekommen habe, im Nacken, wo es einfach von links nach rechts gezogen ist und Kopfschmerzen, also sehr, sehr unangenehm und wo ich dann schlafen wollte
Also ich arbeite von mittags bis Mitternacht diese Woche und wo ich dann schlafen wollte, war mir alles zu laut. Mich hat das Atmen gestört von meiner Frau, mich hat das Atmen vom Kind gestört. Und dann war ich wach bis um zwei und bin dann hier ins Wohnzimmer geflüchtet, habe ich auf die Couch gelegt und dann hier ja, dann ein paar Stunden geschlafen, war dann relativ früh wach, war wie gesagt jetzt im Haar schneiden, dann auf dem Weg zurück, hat der Hund nochmal ins Auto gekotzt, also war ein bisschen stressig gewesen. Ja, oh Mann. Ja, und wie gesagt, letzte Woche hat schon angefangen. Ich meine, ich habe eine harte Arbeitswoche hinter mir gehabt, ich habe das Wochenende gearbeitet, plus die ganze Woche noch. Und dann hatten wir unser Team-Event am Wochenende. Und zwei Tage vorher ging es mir schon sehr, sehr schlecht. Ich habe auch keinen Sport gemacht, keinen Kraftsport. Und ja, Ausdauersport halt dann auch nicht. Weil man wird ja älter und macht sich dann Gedanken, ob nicht doch was passieren könnte. Und ja, während der Feier gab es einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt, wo ich wieder eine Panikattacke bekommen habe. Aber sehr leid, habe ein bisschen Kuchen gegessen, Wasser getrunken. Und dann ging es eigentlich. Also kann auch echt sein, dass ich unter Zucker gewesen bin. Und das war ein sehr, sehr schönes Event gewesen. Falls ich noch gar nicht erwähnt hatte, weil, sorry, ich bin wie gesagt ein bisschen verspannt. Bin auch heute, mit mir übrigens, dem besten Team auf der gesamten Welt. Nämlich dem Team, für das ich wieder habe zu arbeiten. Ich hatte letzte Woche Freitag eine Therapiestunde gehabt. Die war auch wieder sehr, sehr gut gewesen. Wir haben, das letzte Mal schon angedeutet, haben wir mal Atemübungs- und Muskel-Relax-Techniken angewandt. Also das eine war wirklich, wo ich mich dann hingesetzt habe und man dann verschiedene Körperpartien, Hände, Schultern, die Gesicht und die Beine und wie auch immer anspannt und dann wieder entspannt und das alles so ein bisschen was sich wirken lässt. Und was mir persönlich besser gefallen hat oder was mir sehr gut hilft, ist durch den Bauch zu atmen. Und zwar der Mensch atmet durch, also natürlich durch den Sack mit der Lunge, aber es gibt zwei Methoden zu atmen, einmal durch die Brust und einmal durch den Bauch. Und wenn ich das noch richtig zusammenkriege, dann ist das durch die Lunge atmen eher so für ja, sagen Sport oder in hoch ja, oder in anstrengenden, körperlich anstrengenden Situationen atmet man die prinzipiell so durch die Lunge oder vermehrt während des Bauchatmen eher so dieses Entspannte sein sollte. Gut, bei mir, ich atme sowieso die ganze Zeit durch die Lunge, weil ich versuche immer eine gerade Körperhaltung zu haben und den Bauch einziehe und versuche nur so von hier bis hier zu atmen oder Luft zu holen, meine ich. Also, ja, ich habe jetzt angefangen seit fast einer Woche, wenn ich irgendwie am Arbeiten bin oder auch im Auto fahren, halt durch den Bauch zu atmen. Sieht zwar nicht ganz so schön aus, wenn man eine dicke Kugel dahin hat, aber wenn es hilft. Und zum Thema Autofahren auch. Also ich bin jetzt am letzten Samstag die Strecke gefahren zu dem Kontogitter von unserer Abteilung und es ging. Ich war danach zwar auch im Sack gewesen, aber ich habe während der Fahrt keinen Anflug von Panik gehabt, keine Taubheitsgefühle in Händen, Füßen oder sonst was, oder dass ich den Kopf schief halten musste. Ich konnte sogar Spurenwechsel machen auf der Autobahn. Also das funktioniert tatsächlich. Heute, wo ich zum Parkschneiden gefahren bin, auch, hat mir das Autofahren richtig Spaß wieder gemacht und ich finde das sehr schön und sehe das als ein sehr gutes Zeichen. Am Freitag habe ich meine nächste Therapie. Sitzung, mal schauen, was da rumkommt. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich freue mich schon, das Feedback geben zu können, dass es mir jetzt schon allgemein ein bisschen besser geht. Der einzige Rückschlag war jetzt halt gestern gewesen, dass ich so massiv Probleme mit meinem Schlaf hatte und einfach wieder Schiss hatte, dass ich sterbe. Und dann kriegt das auch sicher im Kopf, dann ausgeschaltet. Und gestern Nacht lag ich halt erst im Bett und dann war auch der Kutsch, dass ich dann Herzinfarkt. Ist aber halt ein bisschen so, dass es wirklich schon im Kopf. Aber gut. War jetzt halt so, mal gucken, ich habe es überlegt, wie man sieht, und ich bin, obwohl die Nacht sehr kurz war, frohen Mutes heute in den Tag gestartet, habe ein Käffchen getrunken, war mit Knein draußen, war am Haare schneiden, und wir lassen uns einfach nicht runterkriegen. Fertig. So, kleines Update, was meine Therapiesitzung angeht. Eigentlich hätte ich ja gestern früh um 8 Uhr eine Sitzung gehabt. Dieser Termin wurde Donnerstagabend von meiner Therapeutin abgesagt, und ich habe meinen nächsten Termin dann also nach meinem Urlaub. Ja, ich sag mal so, die letzten Wochen oder die letzten Tage, gut, bis auf diese Ausnahme bei mir, wo es mir jetzt Anfang der Woche wieder relativ schlecht ging, wo ich aber denke, das war, weil auch die Arbeitswoche davor sehr stressig war und auch diese Woche jetzt so stressig angefangen hat, denke ich mal, mein Körper wird dann sagen, ging, drück auf die Bremse, weil, ja, es war wahnsinnig viel, muss ich fairerweise zugeben. Und, ja, stört mich nicht, dass die Stunde jetzt ausgefallen ist, ja, es ist aber nicht so, dass ich sage, ich habe das Gefühl, dadurch bricht jetzt die Welt zusammen oder ich weiß nicht, wie ich meinen Alltag bestreiten soll. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wie gesagt, für mich wird die größte Herausforderung sein, wenn wir dann am Montag, also Sonntag auf Montag nach Rügen fahren, weil ja, meine Frau fährt erstmal. Und ich habe gesagt, ich würde schon gerne auch eine Strecke übernehmen, damit das einigermaßen klappt. Das wäre schon mal ein Riesenfortschritt im Vergleich zu Anfang des Jahres, wo ich mich dann ins Auto setzen musste und da schon irgendwie Schweißausbrüche hatte und Taubheitsgefühle in den Gliedmaßen. Ich bin seit Anfang des Jahres schon sehr weit gekommen. Und da bin ich auch sehr stolz drauf und finde auch keinen Scham, darüber zu reden. Und da kann ich auch nur jedem, der selber unter Panikattacken leidet, empfehlen, wenn es zu heftig ist, wenn man da das alleine nicht schaffen sollte. Weil auch wenn man einen Partner hat, der ist damit, wenn er sich mit der Materie nicht auskennt, auch so dermaßen überfordert,
Super Hilfe. Super scheinbar professionelle Hilfe. Bei mir hat es auch zu lange gedauert, bis ich mir eingestehen musste, dass ich es alleine schaffe. Und wenn ich sehe, wo ich heute stehe, wo ich jetzt bin, seit diesen paar Wochen, zwei Monaten jetzt, wo ich mit der Therapie angefangen habe, das hat mein Leben immens erleichtert. Ich habe viele Sachen aufgegeben, sei es freundschaftliche Kontakte, sei es gewisse Substanzen, die ich früher viel mehr und in großen Mengen konsumiert habe, sprich Kokain. Und ja, ich habe mein Alkohol, Trinkverhalten soweit unter Kontrolle. Das macht vieles einfacher. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, die nächste Therapiesitzung habe ich dann nach meinem Urlaub. Aber ich hoffe, ich gehe nach vorne und werde euch sowieso updaten dann im nächsten Video. Lass mal jetzt weiter geht's. So, da will ich mir jetzt gerade noch mal kurze Zeit nehmen und erklären, wie ich dazu gekommen bin, immer so, ich sag mal, lustige Socken anzuziehen während den Läufen, also die Glücksocken. Und zwar, in die Barbershop, wo ich mal Haare schneiden gehe, bei den guten Jungs von Todos. Ich mache mal Werbung hier, weil Werbung kann man für Jungs eigentlich nicht machen, die haben sich drauf. Arbeitet der gute Thomas. Und Thomas, unabhängig davon, dass er ein sehr talentierter Barber ist und auch ein wahnsinnig guter DJ, trägt immer so also Socken mit lustigen Mustern drauf. Und ich habe das gesehen und fand das so inspirierend und habe gedacht, cool, wenn ich jetzt die Videos reinmache, ich meine, ich hatte schon ein paar von denen, so, aber ich glaube, die hat man schon gesehen, die gelben und die blauen und wie auch immer. Aber nur durch ihn habe ich den Mut gefasst und habe gedacht, weißt du was, bestell einfach mal ein paar. Und habe dann tatsächlich, obwohl ich sehr große Füße habe, schon Größe 50, bei Amazon welche gefunden, bis Größe 47. Und wie man sieht, die passen. Und deswegen, Thomas, vielen Dank an dich. Ohne dich wäre ich nie auf diese Idee gekommen. Und ja, danke. Und an der Stelle kann ich vielleicht auch gerade mal mitteilen, dass auf jeden Fall jeden Kilometer, den ich schon gelaufen bin, habe ich in Euro quasi schon beiseite gelegt. Also da habe ich jetzt über die letzten Wochen ein bisschen vorgesorgt und werde auch weiterhin dafür sorgen, dass jeder Kilometer, den ich persönlich laufe, ich auch in Euro überweisen werde. Ich habe mir dann überlegt, dass jeder Euro zusätzlich und extra nochmal ein Bonus ist quasi. Aber wie gesagt, wir werden gucken am Ende des Jahres, wie viel zusammenkommt. Und wenn ich nur, in Anführungszeichen, nur meine Kilometer laufe und das in Euro überweise, ist, dann ist es so. Jeder Euro zusätzlich wird natürlich dann auch überwiesen werden. Und es geht um den guten Zweck, darf man nicht vergessen. Und dann würde ich gerne ein Update geben, was meine Krankheit betrifft. Was meinen Urlaub betrifft, möchte ich an der Stelle nur sagen, der war wunderschön. Also auch stressig, aber wir hatten zwei Tage schönes Strandwetter. Der Hund hat gut verkraftet, sowohl die Hinweise auf die Rückfahrt, hat nicht ins Auto gekotzt oder sonstiges. Also es war auf jeden Fall vom Fahren her sehr gut. Ich muss leider zugeben, ich konnte meinen Vorsatz nicht einhalten. Ich bin weder hin noch zurückgefahren, aber darauf komme ich dann gleich zu sprechen. Und ja, aber seitdem wir hier sind, bin ich auch wieder ein bisschen Auto gefahren, mit mehr oder weniger Erfolg. Das hängt dann zusammen mit wiederkehrenden Panikattacken und dazu werde ich mich dann gleich noch äußern. Kleine Randnotiz, auch was Spendenkonto angeht. Ich werde in, lass mich nicht lügen, ich werde 2 bis 3 Wochen, werde ich Nachtschicht arbeiten. Danach habe ich eine Woche frei und in der Woche, wo ich dann frei habe, werde ich zur Bank gehen, werde ein Konto einrichten und werde dann, wenn es soweit ist, die Daten, was ich zukommen lassen, werde ich auch bescheuert. Ich werde dann einfach nur in den Videos und vielleicht auch in der Videobeschreibung einfach die Kontodaten angeben. Ich werde dann auch ein Update geben, wie viel Euro wir in Spenden erlaufen haben. Und das Ganze bleibt natürlich anonym. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch wieder nur Spinnerei. Erstmal ist wichtig, dass alle gelaufenen Kilometer gedeckt sind. Und die werden von mir höchstpersönlich gedeckt sein. Und alles, was zusätzlich dazu kommt, ist ein Bonus. Lassen wir es jetzt mal so stehen. Ah, dann nehme ich mir jetzt die Zeit und gehe in Panik. Gebe ein Update über meine Panikattacken. Und zwar erstmal versuche ich seit Montag, also vorgestern, meine Psychotherapeutin zu erreichen. Ich hoffe, sie meldet sich noch bei mir. Und ansonsten werde ich sie spätestens morgen anrufen und fragen, was los ist und ob wir dann einen Termin klar machen können für Freitag. Dann Panikattacken. Im Urlaub habe ich 2 gehabt. Eine am 2. Abend, was aber eigentlich mehr wie eine Schlafparalyse gewesen ist als eine Panikattacke. Ich habe mit meiner Frau im Bett gelegen, ja, wir haben geschlafen und irgendwie bin ich wach geworden. Konnte aber meine Augen nicht aufmachen und ich konnte meinen Körper nicht bewegen und ich wollte reden, aber konnte nicht. Das hat sich sehr, sehr, sehr seltsam angefühlt, weil wirklich, ich habe in meinem Kopf versucht, mich zu bewegen, ich wollte schreien, ich konnte es einfach nicht. Und ich habe dann auf einmal in meinem Kopf Gedanken bekommen, dass ich im Koma liege, dass wir auf der Fahrt zu unserem Urlaubsort einen Unfall hatten und irgendwelche Ärzte gerade mich zwanghaft versuchen, zurück ins Leben zu holen. Ich muss sagen, das war mit einer der schlimmsten Erfahrungen in meinem Leben und irgendwann war ich so fertig gewesen, bin einfach wieder eingeschlafen und am nächsten Tag wach geworden und konnte erstmal 2 Tage nicht realisieren und musste auch immer wieder nachfragen und mich überzeugen davon, dass ich lebe und dass ich nicht im Koma liege oder dass ich gestorben bin. Sehr unangenehm, da möchte ich in meiner Therapie drüber reden und ein paar Tage später, ich würde sagen fast ziemlich genau eine Woche drauf, waren wir in einer riesen Halle gewesen mit vielen Menschen und der Tag war an sich ganz okay, aber wo wir dann aus diesem Laden raus sind,
haben schon gemerkt, es war schon wie eine Panikattacke auf. Und wir hatten dann irgendwie noch geplant gehabt, hier und da und da und da hinzufahren. Und es wurde irgendwie immer stressiger. Und mit dem zunehmenden Stress haben sich dann meine Panikattacke, also meine Attacke noch mehr aufgebaut. Und am Ende sei ich im Auto und habe noch gedacht, okay, versuch deine Atmung zu kontrollieren. Versuch dich wieder zu beruhigen. Ich wusste halt auch nicht, wie ich das meiner Frau oder meiner Schwiegermutter hätte erklären sollen, was da gerade vor sich geht. War sehr, sehr unangenehm. Ich habe meiner Frau am Ende viele Vorwürfe gemacht, weil ich gesagt habe, ich war so unverschämt, dass ich, obwohl ich mitten in der Panikattacke gesteckt habe, wir noch 2 oder 3 Stationen abfahren mussten und warum wir nicht einfach direkt zurückgefahren sind und unsere Unterkunft. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich da unterreagiert habe oder ja, ob man nicht vielleicht hätte anders reagieren können. Der Tag war für mich dann nie gelaufen gewesen und ich habe den Rest des Tages im Bett verbracht. Abends mal zum Essen rausgekommen, ja, aber mehr auch nicht. Und ansonsten habe ich im Urlaub keine weitere Panikattacke mehr gehabt. Hab dann jetzt letzten Samstag mich mit einem Arbeitskollegen getroffen, mit dem Sebastian, schöne Grüße an der Stelle, weil wir auf dem Super Nintendo Mini Power Rangers durchstehen wollten. Wir haben es natürlich nach 1,5 Jahren nicht geschafft, werden es aber nachholen. Und sobald wir das geschafft haben, gibt es ein Beweisfoto. Und ja, genau. Und der wohnt in Niederrad, den habe ich da abgeholt und weil es einen ganz schön heftigen Stau gab, mussten wir über Offenbach zurückfahren. Und während der Fahrt habe ich dann eine Panikattacke bekommen im Kaiserlei, weil mit der Baustelle waren sehr viele Autos, rumgerufen, fluchende Menschen. Ging mir sehr, sehr schlecht, habe das aber versucht zu kaschieren. Wo wir es auf der Autobahn geschafft haben, habe ich auch gedacht, ich kotze ins Auto oder ich fange an zu zittern oder kriege einen Blackout. Habe mich aber echt zusammengerissen. Wir sind hier angekommen zu Hause, haben das Auto gefragt, habe gefragt, ob was mitbekommen hat, hat gesagt nein. Und das hat mir gezeigt, wow, ich habe mich echt zusammengerissen, habe mein Bestes gegeben. Und ja, schön war es nicht. Vor allem am nächsten Tag, sonntags, habe ich dann zurückgefahren, bin mit dem mulmigen Gefühl ins Auto gestiegen. War unangenehm, war scheiße, aber habe ich überlebt. Und ja, seitdem, also seit Samstag, keine Panikattacke mehr. Ja, ich muss halt gucken, wie es weitergeht mit dem Autofahren. Das bestellte Oberteil ist eingetroffen, wie man sehen kann. Team, das kann man jetzt hier unten leider nur sehr klein nur lesen, da steht Never Give Up. Genau, Team Never Give Up. Stillzeit ist mein Name und die Rückseite finde ich super. Ja, das wird quasi so. Und ich habe mir dann vorgenommen, vielleicht auch in Zukunft noch ein paar andere Klamotten, irgendwie wie gesagt, gleich ein Pullover oder ein Polo und dann mit dem Logo vielleicht mal ganz klein hier. Ich finde es eigentlich ganz süß und ich finde, das sieht jetzt auch nicht so schön aus. Ich meine, der Sommer ist jetzt fast rum, aber für den einen oder anderen Lauf werde ich das dann jetzt auch anziehen, außerdem für nächstes Jahr dann, weil wir dann sowieso weiterlaufen. Im letzten Video mich habe ja meine Psychotherapeutin versucht zu erreichen, um ja, für gestern eigentlich einen Termin zu machen. Aber ich bin selber jetzt auf unbestimmte Zeit krank, bin auf der Mailbox gelandet und generell kriegt man da keine Auskunft. Ich würde halt ungern mit den neuen Therapeuten anfangen, weil ja, ich weiß ja auch nicht, ob man dann wieder bei Null anfängt. Aber ja, sehen wir dann. Ich habe mich ja mental im Moment relativ gut in der Kontrolle. Also müssen wir mal sehen, was da am Ende bei rumkommt oder ob es weitergeht. Ich hoffe nur, dass es hier selber auch gut geht. Dann möchte ich an der Stelle ein kurzes Update geben, was meinen mentalen Zustand betrifft, sprich mein Leben mit meinen Panikattacken. Ja, es ist komischerweise, habe ich das Gefühl, es ist in letzter Zeit wieder mehr geworden. Und ja, am Montag nach der Arbeit ging es mir nicht ganz so gut. Da habe ich wieder dieses drückende Gefühl in der Brust gehabt. Und ja, einfach dieses generelle Gefühl von Unwohlsein, dass ich keine Luft kriege und dass mein Lungenflügel irgendwie kollabiert und oder dass mein Herz aufhört zu schlagen. Also sehr, sehr unangenehm. Habe mich dann aber auf den Rücken gelegt und habe durch den Bauch geatmet. Und das war auch, naja, am Anfang hat es ein bisschen gedauert, aber je mehr ich mich dann wieder beruhigt habe und aus dieser, in meinem Kopf aus dieser Panikzone rausgekommen bin, geht eigentlich wieder. Ich möchte behaupten, dass der Auslöser einfach ein Stress ist, weil gut, ich habe jetzt das Wochenende gearbeitet, davor die Woche 3 Tage, Donnerstag, Freitag ganz frei, aber dann noch privat Stress. Und ja, jetzt gestern, vorgestern und auch heute wieder gearbeitet und gestern nach der Arbeit ging es, weil ich einfach dann während der Arbeit einen Schritt oder einen Gang runtergeschaltet habe und gemerkt habe, so, oh, jetzt fängt es gerade wieder an, Schultern verspannen, Druck auf der Brust und dieses Unwohlsein, wie schlimm, als ob man irgendwie sich eine Minute im Kreis gedreht hat und dann dieses Gefühl, wenn man dann losgeschützt wird. Also so ähnlich hat sich das dann angefühlt in meinem Kopf. Das ist sehr unangenehm, also nicht, dass ich Orientierungsschwierigkeiten dann habe, aber ja, ich habe das Gefühl, in meinem Kopf dreht sich einfach alles. Ich kann mich fokussieren, aber ich habe das Gefühl, mein Gehirn dreht sich im Kreis, wenn man das irgendwie so sagen kann. Kommen wir zu mir und meinem Wohlempfinden. Ich habe ja gestern schon einen Post gemacht, wo ich mal, und ich blende das auch mal hier vielleicht ein, wo man auch mal, oder wo ich kurz darüber geredet habe, wie es mir die letzten Wochen oder die letzten 2 Wochen oder letzte Woche generell so ging und wie das wieder angefangen hat mit den Panikattacken. Ein bisschen schwierig halt gewesen, die Tage und wie gesagt, angefangen mit schlecht in der Brust und dass ich das Gefühl hatte, wenn ich einschlafe, dass ich nicht mehr aufwache und halt diesen ganzen, ich sag mal, Terror im Kopf hin und her und ja, zu der Geschichte am Samstag. Wir sind losgefahren und waren dann an der Tankstelle gewesen, haben uns ein Frühstück geholt und ich war, da habe ich mich schon ein bisschen seltsam gefühlt, aber das war für mich dann nichts Neues mehr gewesen. Ich habe gedacht, ja komm, die Strecke, wie auch immer das sind 20 Minuten zu fahren, das kriegen wir auf jeden Fall hin oder das kriege ich auf jeden Fall hin.
Wo wir dann losgefahren sind, habe ich die Problematik gehabt, dass ich, sobald wir auf der Autobahn waren und ich auf die linke Spur rübergezogen bin, ich habe versucht, irgendwas anzuvisieren und zu fixieren und das ging einfach nicht. Das hat sich angefühlt, als ob meine Augen lose im Kopf drin sind und ob mein Gehirn die ganze Zeit hin und her schwabbert. Und mir ist wahnsinnig schlecht geworden und ich habe dann versucht, locker und entspannt durch den Bauch zu atmen, nur das hat auch nicht so gut funktioniert, weil dann in meinem Kopf der Gurt mich eingeengt hat am Bauch. Und dann habe ich versucht, durch die Brust zu atmen und ich bin immer mehr verkrampft. Und meine Partnerin hat das ja dann auch irgendwie gemerkt, hat meine Hände angefangen zu schwitzen und ich habe permanent den hier gemacht, weil die Hände auch einfach gekribbelt haben, weil ich das Gefühl habe, ich habe kein Gefühl mehr in meinen Fingern. Dann sind meine Beine weich geworden und mir war halt die ganze Zeit schwindelig gewesen. Und dann sind wir noch an der Raststätte vorbeigefahren und ich habe mir gedacht, es sind nur noch 9 Minuten, laut Navi, das schaffe ich schon. Und dann kurze Zeit hinter der Raststätte habe ich dann einfach gesagt, so, okay, wir müssen jetzt anhalten, weil ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich bin ohnmächtig, weil ich habe dann auch verschwommen gesehen und mir ist auch ein bisschen schwarz vor Augen geworden. Und ich habe meine Partnerin und unseren Hund im Auto gehabt, ja, das wäre egoistisch gewesen. Es war egoistisch, dass ich überhaupt so weit gefahren bin und es wäre noch schlimmer gewesen, hätte ich versucht, noch weiter zu machen, weil am Ende, wie gesagt, da hätte nicht viel gefehlt und sei es nur für eine Sekunde oder zwei und ich wäre ohnmächtig geworden, das wäre fatal gewesen. Und bin dann rechts rangefahren und dann haben wir einen Fahrerwechsel gemacht und man muss dazu sagen, der Seitenstreifen war so schmal gewesen, wo ich ausgestiegen bin, musste ich gucken, dass die Autos, die von hinten kommen, nicht irgendwie noch die Tür absensen und ich bin dann irgendwie aus dem Auto raus, hat mich am Auto lang gepresst, bin dann an der Fahrerseite unter meiner Frau vorbei, habe ich ins Auto gesetzt, Augen zugemacht, bin kurz eingeschlafen, wieder wach geworden und mir ging es einfach nur beschissen so, ja, weil meine Hände haben sich gefühlt so saß ich im Auto und wie schnell war ich so. Und wir haben dann geparkt, wo wir hinfahren wollten und als ich dann ausgestiegen bin, war ich zittrig auf dem Bein. Ich habe dann erstmal gegessen von dem Frühstück, was wir vorher geholt hatten bei der Tankstelle. Und wo wir hinfahren wollten, habe ich dann erstmal was gegessen und das war ganz, ganz, ganz komisch. Das hat sich nicht echt angefühlt. Das hat sich nicht angefühlt, als ob ich in meinem Körper was esse und ob ich das überhaupt runterschlucke und wie auch immer. Und wo wir dann ausgestiegen sind, ich war so zittrig auf dem Bein, ich habe so gefühlt zittrige Hände gehabt. Ich habe angefangen zu weinen, habe meine Frau in den Arm genommen, habe mich bei ihr bedankt, weil es für mich auch einfach wahnsinnig unangenehm war, weil ich meine Frau extrem gestresst habe, weil ich unbedingt fahren wollte und weil ich mir halt irgendwie aus falschem Stolz auch erstmal nicht eingestehen konnte, dass ich nicht weiterfahren kann. Was ich ja dann aber eingesehen habe und dann angehalten habe, weil ich ansonsten einfach das Leben von meiner Frau, von unserem Hund und von unzähligen Menschen, die mit uns auf der Autobahn gefahren sind, riskiert hätte. Und habe ich halt den restlichen Samstag so irgendwie in den Seil gehangen. Wir waren dann noch mit einer Freundin zusammen auf dem Feldberg gewesen, kurz, wo ich aber nicht gefahren, wo ich auf der Fahrt hin und zurück die Augen zu hatte, weil es mir einfach nicht so gut ging. Und Sonntag waren wir eigentlich verabredet gewesen mit meiner Mutter zum Essen und das haben wir dann abgeblasen, traurigerweise, weil ich einfach nicht in der Lage gewesen wäre, mich ins Auto zu setzen und dahin zu fahren. Oder eventuell auch da zu sein und sofort zu schauspielern, dass es einem gut geht, obwohl es einem eigentlich beschissen geht, weil das habe ich jahrelang mit Bravo hinbekommen und das funktioniert jetzt einfach nicht mehr. Was ich dann gestern oder vorgestern früh, ich glaube gestern früh was auf Facebook gesehen hatte, da war dann, ich glaube bei QuernTV oder was, war dann auch so ein Artikel gewesen von einer Moderatorin, die da während der Moderation eine Panikattacke hatte und in den Kommentaren haben sich dann viele ausgetauscht mit Panikattacken wegen, die unter Depression leiden oder so wie ich die äußerst unglückliche Kombination aus beiden haben und das hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben, dieser Support, dieses gegenseitige Erzählen, Aufbauen, Unterstützen, das hat mir wahnsinnig gut getan, ja. Und ich habe das auch meiner Frau erzählt und man hat sie am Anfang mit dem geäußert und meinte, aber nicht, dass du das dann liest und dich reinsteigerst und dann dir selber einredest, wie schlecht es dir geht. Nee, tatsächlich nicht. Es hat mir eigentlich die Augen geöffnet, ein bisschen. Und vielleicht dazu beigetragen, dass es mir heute wieder ein bisschen besser geht, weil man einfach nur gesehen hat, so ja, man ist nicht alleine. Und es ist überall das Gleiche und dass die Leute sagen, die Freunde verstehen es nicht, Familie versteht es nicht, Leute haben sich abgewandt, was ja bei mir nicht anders war. Meine besten Freunde sozusagen haben sich nochmal nie abgewandt. Ja, ich habe war immer da gewesen, alles mitgemacht, Geld geliehen, an einem Auto gefahren, dies, das, alles. Und so wie es mir dann schlecht ging und ich zu Hause war, hat sich keiner die Zeit genommen, mal 15 Minuten zu fahren, um mich zu besuchen. Ja. Und weil es einfach keiner verstanden hat. Und auf einmal war der Schlüssel nicht mehr da und ja, was machen wir jetzt? Und ja, schade, aber hat mich auch extrem geprägt. Ja, und was soll ich dazu noch weiter sagen? Einfach nur, ja, ich fand halt diesen Artikel sehr spannend und schön, wie die Leute da zusammengehalten haben. Und auch nochmal an alle da draußen, die auch unter Panikattacken, Depressionen und was auch immer leiden. Ihr seid nicht allein. Wir halten zusammen. Ihr seid nicht allein und wir schaffen das. Dann wollte ich mich erstmal recht herzlich bei allen bedanken für das immense Feedback, was ich bekommen habe, für das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Scheinbar hat es tatsächlich, was heißt was gebracht, aber was geändert, wenn ich zu dem YouTube-Video halt auf Insta dann nochmal so einen kurzen Zusammenschnitt mit hochlade, wie es mir so geht oder wie es so geht mit meinen Panikattacken. Also das scheint irgendwie mehr Anklang gefunden zu haben und dann werde ich das jetzt auch so beibehalten. Das war halt sehr interessant. Zu sehen, wie Menschen mir dann geschrieben haben und sich dann auch geöffnet haben und erzählt haben entweder von Freunden oder Bekannten oder Familie, die da auch unter Panikattacken, Panikstörungen leiden, eventuell auch mit Depressionen zu kämpfen haben und wie die da, oder was für Erfahrungen die da gesammelt haben. Also für mich ist das ein großes Kompliment und ich bin sehr dankbar dafür. Ich finde es auch schön, die Geschichten dann zu hören, weil die mir ja dann auch helfen, in gewisser Weise mental zu sehen, okay, es geht weiter. Es ist nicht immer leicht, es ist nicht immer schön, aber ja, weiter geht's, so ungefähr, ja. Ich
habe es geschafft, bei meiner Therapeutin zu erreichen, weil das ja jetzt einige Zeit oder einige Wochen sich hingezogen hat. Meine Therapeutin ist noch bis Ende November selber krankgeschrieben. Das ist natürlich mein Unglück im Glück, wenn man das so sagen will. Und ja, ich weiß halt nicht, was sie hat, wie auch immer. Aber es wurde halt gesagt, okay, sie ist dann, oder sie hat mir geschrieben und hat gesagt, sie ist Ende November dann wieder da. Und dann wird die Therapie weitergeführt werden. Und das wäre jetzt halt auch nicht irgendwie Sinn der Sache oder vom Vorteil, wenn man da quasi einen neuen Therapeuten oder eine neue Therapeutin hat und dann quasi wieder bei Null anfängt. Warum, wieso, weshalb? Ich weiß es nicht. Für mich macht es natürlich auch ein bisschen Sinn, weil man sich ja jetzt schon in gewisser Weise warm geredet hat und an eine Person gewöhnt hat. Aber gut, sehen wir dann. Ist natürlich sehr ärgerlich, weil es mir jetzt auch in den letzten Wochen vermehrt mal mehr, mal weniger, besser oder schlechter ging. Und ja, wäre jetzt sehr schön, aber es sieht danach aus, dass es dann ab Dezember wieder weitergeht. Und erstmal ein Update zu mir und meinem Gemütszustand und ein Update zu meinen Panikattacken. Ich habe am letzten Samstag, glaube ich, wieder eine gehabt. Und zwar war das, als ich auf dem Weg zu meinem Barber Jungs gefahren bin. Schöne Grüße an der Stelle erstmal an Tudosch wieder, an die Jungs von dem Salon. Vielen, vielen Dank für den super schönen Haarschnitt, den man jetzt aber nicht sieht, weil ich ein bisschen verzauselt bin. Und ja, Spaß beiseite. Auf dem Weg dahin habe ich mich ja nach dem Erlebnis von der vorangegangenen Woche, habe ich mich ins Auto gesetzt und hatte schon wenig Lust loszufahren. Aber ich wusste ja, ich muss da irgendwie hinkommen und ich wollte dann auch... ich wollte es alleine schaffen und wollte nicht irgendwie meine Partnerin bitten, dass sie da fährt. Ich habe auch den Hund zu Hause gelassen, weil ich dachte, okay, ich muss für mich sein, ich muss mich da selber sammeln und da hinfahren. Und ja, Auto an, losgefahren und es war ein bisschen komisch gewesen, aber es ging. Und dann aber, als ich auf die Autobahn gefahren bin oder die Autobahn schon gesehen habe, habe ich gemerkt, wie meine Augen wieder Probleme hatten, sich zu fokussieren und in meinem Kopf ist angefangen, sich zu drehen. Es muss also scheinbar irgendwas mit der Autobahn zu tun haben und ich habe mir da dann viel Mühe gegeben, durch den Bauch zu atmen. Ich bin langsam gefahren, ich bin auf der rechten Spur und ich bin auch so wenig Autobahn wie möglich gefahren. Also nur ein ganz, ganz kleines Stück von unserem Ort raus und dann bis zur Ausfahrt am Mittelberg in Frankfurt. Das ist eine sehr, sehr kurze Strecke, aber ich habe da schon gemerkt, wie bei mir sich wieder alles verkrampft hat und wie auch immer. Und ich habe kampfhaft versucht, dagegen anzukämpfen. Es war sehr, sehr schwierig. Und dann von der Autobahn halt runter. Und dann musste ich ja trotzdem irgendwie weiterfahren. Und ja, mir war sehr, sehr, sehr schwindelig gewesen. Und als ich dann endlich, weil ich dann nochmal ein ganz, ganz kleines Stück Autobahn fahren musste, als ich dann endlich geparkt habe, habe ich auch erstmal meiner Frau Bescheid gegeben und musste ich erstmal weinen. Weil für mich war das furchtbar und furchtbar anstrengend gewesen. Ich war froh, dass ich es geschafft habe. Und meine Freundin hat mir dann auch gesagt, wie stolz sie auf mich ist. Es ist schwierig. Ich weiß nicht, was da wieder passiert ist und warum, dass ich so Probleme beim Autofahren habe. Ich weiß nur, dass es nicht schön ist. Und ich freue mich, wenn ich dann im Dezember in meiner Therapie auch wieder mit darüber reden kann, weil ich da jetzt mittlerweile viel angesammelt habe. Ich werde da, wenn meine Nachtschicht um ist, in zwei Wochen werde ich dann endlich zur Bank gehen und werde da das Konto einrichten. Ich werde dann da meinen Betrag, den ich schon gelaufen bin, in Euro überweisen. Und wie gesagt, jeder, der sich dann irgendwie noch mit dran beteiligen will, kann das sehr gerne machen. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe mir mal kleine Notizen gemacht. Also gestern, unabhängig davon, was ich die Woche hatte, war sowieso jeden Tag immer so ein bisschen Schwindelgefühl. Dann dieses absolut verspannte und verkrampfte im Nacken. Dann auch wieder dieses Stechen in der Brust. Ich habe hier so einen Druckpunkt. Wenn ich da drauf drücke, dann entspannt sich das Ganze. Ah, hier ist er. Wenn ich da genau drauf drücke, dann schmerzt es ein bisschen. Dann entspannt es aber auch alles wieder ein bisschen. Das ist halt nur ungünstig, weil es halt auch ein bisschen wehtut. Dann Taubheitsgefühl in den Fingern, Stechen in den Fingern. Ich habe wieder, wenn ich irgendwie dann zur Ruhe gekommen bin und mich hingelegt habe zum Schlafen, habe ich wieder dieses Gefühl von Herzsprung gehabt, was sehr, sehr unangenehm ist. Dann, was jetzt auch neu dazugekommen ist, dass mein linkes Ohr öfter mal zugeht und dann wieder auf. Jetzt bin ich schon versucht, mir am Ausreden, dass ich da nicht noch einen Hörsturz kriege. Und gestern, was auch neu dazugekommen ist, dass mir meine Zähne hier auf der rechten Seite Ober- und Unterkiefer wehgetan haben und das ein stechender Schmerz war, der dann den kompletten Unterkiefer durch den Hals bis hinten in den Rücken gegangen ist. Das war sehr unangenehm, ja, und meine letzte schlimme Panikattacke habe ich halt gestern gehabt, wo ich mit unserem kleinen Nugget spazieren gegangen bin. Bin ich eine große Runde gelaufen und als ich dann bei uns im Park angekommen bin, hatte ich auf einmal wieder dieses Gefühl, mir ist schwindelig und schlimm und schlecht und irgendwie, ich bin gelaufen, bin mir bewusst gewesen, ich habe Beine, aber meine Beine haben sich nicht echt angefühlt, so als ob sie nicht zu meinem Körper gehören, sondern mein Körper bewegt sich, aber ich weiß nicht, was mein Körper bewegt. Und wenn ich meine Beine angefasst habe, klar, meine Beine sind meine Beine, aber es hat sich surreal angefühlt und dann auch wieder dieses Schwindelige und sich drehen, das ist wie wenn man sich eine Minute im Kreis dreht und dann irgendwie versucht, sich auf irgendwas zu konzentrieren und fokussieren und das war nicht ganz so schön. Dann habe ich noch ein sehr schönes Gespräch gehabt mit jemandem auf Instagram, der mir geschrieben hatte, der sich bei mir gemeldet hatte und auch wissen wollte, wie es ist, so mit Panikattacken zu leben. Wenn du das Video jetzt hier sehen solltest, dann darfst du dich ruhig angesprochen fühlen, aber aus Respekt werde ich natürlich keinen Namen nennen. Und wir hatten ein sehr, sehr, sehr cooles Gespräch und wo ich halt so ein bisschen meine Sichtweise geben konnte, wo er mir erklären konnte oder mitgeteilt hat, was in ihm gerade so vorgeht. Und es ist schön, weil man da so einen Gedankenaustausch hatte und sich hoffentlich auch irgendwie so ein bisschen aufbauen konnte. Wollte ich sagen, es ist faszinierend spannend, wie in letzter Zeit vermehrt Leute mich anschreiben auf Instagram bezüglich Thema Depression, Panikattacken, wie auch immer. Das ist
Ja, das hat sich in letzter Zeit vermehrt. Ich finde es spannend, ich finde es interessant, ich bin dankbar dafür. Ich finde es schön, mich mit Leuten unterhalten zu können, die das gleiche Schicksal teilen, denen es eventuell sogar noch schlechter geht oder denen es definitiv auch schlechter geht, denen es auch besser geht. Es ist interessant einfach, weil wir sitzen alle im gleichen Boot und es ist schön, sich da mit Leuten austauschen zu können, die das Ganze nachvollziehen können und mit denen man sich da quasi austauschen kann. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Vielen, vielen Dank für das Vertrauen, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, sich mit anderen mit anderen Menschen so austauschen zu können. Das ist sehr, sehr schön und bedeutet mir auch sehr viel. Weil man irgendwie auch Leute aufbauen und motivieren kann und sich gegenseitig da befruchtet mit Informationen und das ist, ja, man reicht sich gegenseitig die Hand, das ist schön, das ist eine wahnsinnig schöne Community und ich bin froh, dass ich da so nach und nach immer mehr ein Teil davon werde oder halt auch mehr und mehr Leute finde, mit denen ich mich da austauschen kann. In dem Sprint-Sport, ich muss sagen, am Anfang war ich mir noch nicht ganz so sicher, wie es mir geht oder nicht, aber am Anfang des Laufes auch so ein, zwei Mal so dieses Buckeln im Herz gehabt, dass ich komisch, wenn man tief Luft holt und dann hat man das Gefühl, das Herz schlägt komisch. Naja, überstanden. Schon mal ein Update zu geben bezüglich Konto einrichten. Und zwar hatte ich ja dann jetzt endlich dann die Bank erreicht gehabt und haben mir dann gesagt, ich kann das irgendwie online machen. Bin ich mir jetzt aber noch unschlüssig und habe dann gedacht, Geistesblitz, ich richte ein PayPal-Konto ein. PayPal-Konto ein. Und das habe ich jetzt gemacht, da ich mich allerdings damit nicht auskenne, so richtig, weil ich halt noch so voll der Steinzeit-OP bin, wenn es dazu kommt. Muss meine Frau mir das nachher erstmal erklären, wie das dann funktioniert und wie ich da irgendwie drauf überweisen kann. Und dann teile ich da die Daten gerne mit. Am Montag gewesen, wo ich da trainiert habe, also jetzt am 25., wo ich jetzt am Montag dann trainiert hatte, mittags, habe ich während dem Training halt eine massive Panikattacke bekommen. Und es hat sich erstmal so ein bisschen angedeutet und ich habe gedacht, ja gut, ich habe es unter Kontrolle, aber dann habe ich die Augen zugemacht, dann war mir schwindelig, dann habe ich das Gefühl, ich kriege einen Blackout-Fall hin, wie auch immer und habe dann da auch 2 Stunden, glaube ich, ja ungefähr, habe ich mit zu kämpfen gehabt. Das war nicht so schön, weil dann halt auch wieder, dann fühlst du irgendwie, mein Körper hat sich angefühlt, als wiegt er eine Tonne. Dann im nächsten Moment war das so, ja, irgendwie, ich fühle mich, wie als würde ich auf Federn oder auf Wolken laufen, aber jede Bewegung kostet mich unwahrscheinlich viel Kraft. Das war nicht so schön gewesen, bin ich fair und ehrlich. Und jetzt so die letzten Tage ist halt, oder seit 2 Wochen ist es halt vermehrt, dass ich halt jeden Tag so mir selber, dass ich halt immer Schiss habe, dass ich halt am nächsten oder den nächsten Tag nicht miterlebe. Oder dann halt so, ja, mental halt irgendwelche komischen, dunklen Gedanken aufkommen. Oder ich halt, ja, ich habe die Kraft aufzustehen, so ist es nicht. Und ich habe ja auch meinen Tagesplan, es ist dann immer nur so aus dem Nichts und unerwartet, kommt auf einmal so ein Schub und ja, es ist nicht schön. Es ist nicht schön und ich versuche trotzdem, ja, ich mache halt trotzdem weiter. Weil aufgeben ist keine Option, war es nie, wird es niemals sein. Es könnte nur manchmal schöner sein. Aber ich muss sagen, ich glaube jetzt seit 2 Tagen, oder seit gestern war das erste Mal, wo ich keine Herzkapriolen hatte oder das Gefühl hatte, dass mein Herz am Rumspinnen ist, ist zumindest auch ganz nett. So, was ich mir überlegt hatte, ist, ob ich in Zukunft nicht vielleicht, wenn ich einen Panikattacke habe oder schon drinstecke oder wie auch immer, ob ich das nicht auch filmen soll und einfach nur, ich meine, ich mache mich dadurch wahnsinnig verletzlich. Dessen bin ich mir bewusst und das ist sehr unangenehm, aber wenn ich das vom Kopf her hinkriege, vielleicht sehen andere das dann auch und haben vielleicht sogar noch Tipps, wie man dann besser umgehen kann oder fühlen sich vielleicht nicht mehr so alleine oder, also was heißt, fühlt nicht mehr so alleine, man ist ja nicht alleine, aber in so einer Situation, wisst ihr, was ich meine, aber muss ich mal schauen, aber kommt mir gerade in den Kopf rein. Achso, was ich noch erwähnen wollte, weil es mir jetzt auch gerade wieder in den Kopf reinkommt, also ich schluck. So, und zwar, unsere Firma macht ja auch bei Charity-Läufen mit, so JP Morgenlauf, Hausener Waldlauf etc. Alles in und rund um Frankfurt und da habe ich mir dann vorgenommen, dass ich da nächstes Jahr auch wieder dran teilnehmen möchte. Mein Rücken ist eigentlich so weit wieder in Ordnung, klar, es wird noch schlechter, aber seitdem ich dann meine Einlage in den Schuhen habe, ist es ja besser geworden. Und ich bin mal gespannt, ich werde den Anfang nächsten Jahres versuchen, mal wieder draußen joggen zu gehen, mal, und mal gucken, wie das so klappt. Aber ja, ist halt auch alles für Charity und nebenbei ist es ja dann für mich auch nicht ganz uneigennützig, weil ich kann dann für meine Firma laufen und wir kriegen normalerweise zu groß bestellt, kann man aber auch mir das noch bedrucken lassen und dann quasi Eigenwerbung für meine, unsere Charity-Läufe hier machen. Ich weiß noch nicht genau, wo nächstes Jahr gespendet werden soll. Ich tendiere ja nach wie vor an irgendeinen Einrichtung, die Menschen hilft und unterstützt wegen Panikattacken. Dann ist mir aber auch in den Kopf gekommen, weil ich gucke jetzt seit geraumer Zeit von dem YouTuber Onion Dog, gucke ich eine Zusammenfassung mal vom Sommerhaus der Stars. Und ja, da ist dann dieser eine furchtbare Mensch, der seine Frau psychisch da unter Druck setzt und so fertig macht und absolut toxisch. Und da habe ich mir dann überlegt, vielleicht hat man dann nächstes Jahr nicht auch gesammelt für eine Stelle für Frauen, die Opfer werden von psychischer und körperlicher Gewalt. Müssen wir mal schauen. Also ich halte eigentlich von beiden fest. Vielleicht splitten wir das nächstes Jahr dann auch, weil wenn ich ja gerne mal anfange, dann habe ich ja dann auch mehr Spiel und sehen wir dann. Aber ja, das war so meine Grundüberlegung gewesen erstmal. Bankkonto und Bankdaten und wie auch immer. Ich habe ein Konto jetzt und ja, ich habe auch ein PayPal-Konto jetzt. Ich werde aber die Daten jetzt noch nicht freigeben, weil ich blende das auch hier gerade mal ein. Ich habe jetzt 1 Euro drauf überwiesen, so ein Probeding, um zu gucken, wie das funktioniert. Die Sache ist die, ich möchte niemanden
auffordern oder bitten, Spenden zu überweisen, solange ich meinen gelaufenen Betrag noch nicht überwiesen habe. Fakt ist, die Woche war für mich, oder ist Montag oder Montag früh um 3:30 sehr beschissen gestartet und ich wollte Montag früh eigentlich zur Bank gehen. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich nach 7-stündiger Panikattacke auch nicht wirklich Lust hatte, nochmal irgendwie aufzustehen und zur Bank zu gehen. Autofahren kann ich im Moment sowieso auch nicht, weil es wieder so schlimm geworden ist mit den Panikattacken. Also werde ich gucken, dass ich da spätestens am Wochenende oder die kommende Woche da den Betrag, den ich dann gelaufen bin, überwiesen habe in Euro und dann werde ich beim nächsten Laufvideo sehr gerne die Kontodaten und das PayPal-Konto und wie auch immer alles hier einblenden, zur Verfügung stellen und dann auch in der Videobeschreibung mal mit reinnehmen. Machen. Das klingt jetzt auch wieder wie im schlechten Film, aber hier ist gerade ein Hund über die Straße gerannt und ich glaube, das ist bei uns aufs Gelände gerannt und ist fast vom Auto überfahren worden. So, also, ich war kurz draußen gewesen. Schöne Grüße an die Besitzerin. Gerade fast vom Auto überfahren worden, ist über die Straße gerannt, habe noch einen Kollegen, also was heißt Kollege, ich habe einen Typen gesehen, der bei uns im Hof geparkt hat, der den Hund fast überfahren hat. Hatten wir den jetzt gesucht. Von uns hinten, von der Rückseite, wo so ein bisschen Hang ist und ist auch einmal wieder komplett über die Straße gelandet, wurde aber nicht erwischt von dem Auto und ist jetzt eben gerade mit seiner Besitzerin wieder abgezogen. Also, warte, das ist unfassbar, was ein Tag schon wieder. Au weh. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Konto erstmal. PayPal-Konto ist eingerichtet, Bankkonto ist eingerichtet. Ich hatte ja im letzten Video schon gesagt, dass ich nicht möchte, dass irgendjemand da schon eine Überweisung tätigt, solange mein gelaufener Kilometerbetrag in Euro noch nicht überwiesen ist. Wollte ich am Montag machen. Ich kam aus der Nachtschicht. Mir ging es bescheiden, um es mal so höflich auszudrücken. Und ich werde aber heute spät Mittag, beziehungsweise wenn meine Frau Feierabend hat und mich eingesackt hat mit dem Auto, werden wir dann zur Bank fahren. Das heißt, heute Abend wird das Ganze dann erledigt sein und dann werde ich zum nächsten Video, was ich hoffentlich am Samstag dann drehen werde, werden die Bankdaten bekannt gegeben. Und dann kann jeder, der möchte, sehr gerne, sei es nur ein paar Cent, sei es ein Euro oder was, wie er möchte, kann sich gerne beteiligen. Jeder sagt, jeder kann, keiner muss. Ansonsten habe ich nachts halt auch schwer zu kämpfen gehabt, weil ich wieder gedacht habe, mein Herz macht Kapriolen und das war nicht ganz so schön gewesen. Habe jetzt aber irgendwie festgestellt, weil ich auch die letzten Wochen so extrem kurzatmig gewesen bin. Ich habe jetzt angefangen, öfter mal tief ein- und auszuatmen und am Anfang hat mein Körper sich dagegen gewehrt und hat dann wieder diese Zeichen von innerer Unruhe und Zittern von sich gegeben. Und jetzt mittlerweile versuche ich halt seit 2-3 Tagen halt immer dieses tief ein- und ausatmen, um einfach nur auch zu merken, wie viel Luft ich eigentlich holen kann, weil ich die letzten Tage schon so und das war halt auch Schwachsinn gewesen, hat mir nicht sonderlich gut getan. Was noch? Ah ja, dann ganz wichtig, ich wurde kontaktiert von meiner Therapeutin und die hat mir dann vorgeschlagen, dass ich einen Wechsel mache vom Therapeuten, weil sie nach wie vor auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben ist und sie mich dann länger hinhalten will und mir da angeboten hat, dass sie sich dann mit der Institution, wo ich bin, halt in Verbindung setzt und ich einen neuen Therapeuten kriege. Das ist für mich wahnsinnig ärgerlich und habe ich mir so auch anders vorgestellt. Ich finde es schade, dass ich mitten in der Therapie gesteckt habe, dann jetzt so viele Wochen Pause hatte und jetzt also nichts gehört habe, da selber hinterher sein musste und jetzt gesagt kriege, ja, sie kriegen einen neuen Therapeuten. Das ist für mich schwierig, weil ich dann halt auch wieder dieses Ganze von vorne kennenlernen und von vorne aufarbeiten. Was natürlich eine Riesenchance ist, weil man dann vielleicht auch direkt weitermachen kann und das dann vielleicht auch mit den ganzen Sachen, die ich jetzt halt schon durch habe, dann vielleicht nochmal ganz neue Erkenntnisse bringt. Das ist halt leider sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, ich werde euch da updaten, sobald ich da mehr weiß oder sobald ich weiß, wo meine Therapie weitergeht. Ich bin dann nach wie vor dahinter. Und meine jetzige Therapeutin, alles Gute. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft das Allerbeste und vielleicht sieht man sich irgendwann nochmal wieder. Und ja, wirklich zum Wochenende, damit ich dann fit bin, wenn es am Montag wieder losgeht mit der Arbeit. Habe ansonsten auch nicht wirklich großartig mit Panikattacken zu kämpfen gehabt. Das Einzige, was ich hatte, war jetzt die Tage, dass ich halt diese Schwindelgefühle hauptsächlich hatte tagsüber, obwohl ich ausreichend gegessen und getrunken hatte. Und gestern Abend haben wir noch Serie auf Netflix geguckt. Und da ist mir dann aufgefallen, oder da war mir zwischendurch auch immer so schwindelig gewesen, obwohl ich auf dem Sofa gelegen habe, hatte so ein Gefühl, als würde ich auf dem Schiff liegen. Und ja, habe so ein ganz, ganz komisches Kribbeln in den Händen gehabt und in den Füßen. Und ja, war blöd, war unangenehm, aber ist mir auf jeden Fall lieber, als wenn ich da großartig Panikattacken habe. Dann, was gibt es für ein Update bezüglich Bankverbindung und PayPal-Konto?
ist ab jetzt offen. Ich weiß zwar dann nicht so genau, oder weil es für mich jetzt auch ziemlich aufregend ist und neu ist, ich weiß nicht genau, wie das dann funktionieren wird, aber ich blende hier meine PayPal-Daten ein, PayPal-Daten, und werde dann auch in die Videobeschreibung einen Link mit reinpacken. Vielleicht gibt es auch nochmal direkt einen Link, wie man dann irgendwie da drauf kommt. Und ansonsten sieht man jetzt hier, ich versuche das hier gerade mal einzublenden, die Bankverbindung für, wenn jemand kein PayPal hat, aber auch auf die Bank oder eine Überweisung per Bank machen möchte. Ich werde das dann weiterleiten und umbuchen aufs PayPal-Konto. Der Verwendungszweck ist Running for Charity. Und dann bleibt das Ganze auch relativ einfach und dann weiß ich auch Bescheid und kann es auch gut zuordnen. Und ja, mal gucken, wie es dann in Zukunft sein wird. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal so der Probelauf, aber nur, dass ich das jetzt schon mal hier im Video mit drin habe. Und ja. Achso, ja, und dann können wir hier auch nochmal ganz schnell gucken. Wie gesagt, ich stehe zu meinem Wort. Ich habe erstmal den Probe-Euro drauf gehabt. Jetzt habe ich dann auf einen Schlag nochmal 300 Euro überwiesen gehabt, um zu zeigen, also ich habe jetzt schon mal 300 Kilometer habe ich gedeckt und die haben wir dann sowieso bald erreicht. Und das heißt, dann werde ich ab dann jeden weitergelaufenen Kilometer mit abdecken und dann natürlich plus, wenn jemand sich beteiligen will, der ganze Rest ist dann Bonus. Und ja, wer will, der will, wenn nicht, dann nicht. Ich hatte dann nämlich schon, ja, wie eben erwähnt, Sonntag auf Montag hatte ich dann eine sehr blöde Panikattacke gehabt, auch wieder in der Nacht, wo ich gedacht habe, ich sterbe und ich kann nicht atmen, oder wenn ich einatme, dass meine Lunge platzt und wieder diese Standardsymptome halt sehr unangenehm. Ja, Montag ging es dann eigentlich, Dienstag ging es dann auch, Mittwoch, als meine Frau von der Arbeit kam, haben wir dann einen Film geguckt, Red Notice, den neuen Film von Rock und Ryan Reynolds und hier der anderen Dame, und wo wir den halt geguckt haben, habe ich auch auf dem Sofa gelegen und habe gemerkt, oh, mir geht's gerade wahnsinnig schlecht und ich habe eine Panikattacke. Warum, wieso, weshalb, ich weiß es nicht genau. Meine Frau hat sich dann nur gewundert, weil ich, wo die Panikattacke rum war, alle 2-3 Minuten aufs Klo rennen musste und ihr dann gesagt habe, du Schatz, hör mal, ich habe eben gerade eine massive Panikattacke gehabt und habe mich da versucht, wahnsinnig zusammenzureißen. Und ich glaube, mein Körper gibt mir jetzt einfach Signale, so, ja, okay, du schaltest jetzt gerade wieder ab, aber ich musste wirklich ungelogen so ungefähr 15 Mal hintereinander alle 2-3 Minuten pinkeln gehen. War unangenehm, aber ja, ist halt, wie es ist. Das Update zu mir und meiner momentanen Situation. Ich muss sagen, ich habe die komplette letzte Woche oder seitdem ich da jetzt krank gewesen bin, keine Panikattacke mehr gehabt, also nichts Schlimmes. Es ist vorerst, es machen sich halt gewisse Signale immer wieder bemerkbar, sei es dieses Flimmern in der Brust oder sei es, wenn ich tief einatme, dass ich dann das Gefühl habe, dass mein Herz so quasi 2-3 Sprünge auf einmal macht. Vom Kopf her oder von der Angst her geht es im Moment einfach wirklich. Das sind immer nur so kleine körperliche Anzeichen und habe auch meine Emotionen sehr gut unter Kontrolle. Wir waren letzte Woche Samstag waren wir in der Stadt gewesen mal, auch mit unserem kleinen Hund und ja, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Ich habe dann, wenn ich zu sehr gestresst bin oder in so einen gewissen Stresspegel reinkomme, weil dann zu viele Menschen um mich herum sind oder weil es zu laut ist oder wie auch immer, bin ich dann wahnsinnig verwirrt und ich rede nur noch wirres Zeug und keine Ahnung, meine Partnerin hat dann auch gestern irgendwie gemeint, haben wir nochmal drüber geredet, auch gemeint, ja, ich war mir kurz unsicher gewesen, ob du überhaupt weißt, wo du bist und wie auch immer, aber wo ich dann auch sage, ja, es war dann wahnsinnig viel und ich merke es dann selber, ich bin so ein bisschen, aber ich versuche mich da runterzufahren und versuche irgendwie mit Witz und Humor das Ganze wahrzunehmen und versuche halt alles dafür zu tun, dass ich nicht in so einen Zyklus reingerate, wo auf einmal die Panik ausbricht. Und ja, es ist vielleicht so, oder für Außenstehende dann vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam. Für mich ist es in gewisser Weise auch, aber es ist halt schwierig, weil man halt ja, immer noch ein bisschen zu kämpfen hat, aber wenigstens sind diese schlimmen Panikstände nicht mehr da. Das ist zumindest schon mal ein großer Fortschritt und ich hoffe, es bleibt immer noch ein bisschen dabei. Und ja, ich habe auch wenig Probleme mit dem Einschlafen im Moment, was auch sehr schön ist. Das Einzige, wozu ich nach wie vor neige, ist dann halt auch, dass ich meine Atemaussätze habe und wenn ich auch zu aufgeregt bin oder mich zu sehr freue, einfach aufhöre zu atmen. Das ist jetzt nämlich auch der perfekte Übergang, weil sich die AWKV bei mir gemeldet hat und ich musste dann halt ein bisschen Papierkram hier und da erledigen wegen meiner alten Therapeutin und habe jetzt am Montag, den 6. Dezember, meinen ersten Termin wieder, meine erste Therapiestunde wieder nach alter Zeit. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, aber ich werde auf jeden Fall dann, wenn ich Mittwoch mein Laufvideo mache, werde ich davon berichten. Also könnt ihr da gespannt sein. Ich bin ja aufgeregt, aber ich will mich jetzt auch nicht dazu sehr reinsteigern. Einfach nur, aber um Scheiße, die Therapie fängt wieder an und meine erste Stunde habe ich am Montag. Aber nur, dass ihr da auch Bescheid wisst, also ich bin die ganze Zeit am Ball geblieben und jetzt, Gott sei Dank, am Montag habe ich dann meine nächste Therapiesitzung. Und ja, da wollte ich dann mich fertig machen für das Team-Event, was wir da hatten. Und habe schon, wo ich gesagt habe, dass ich jetzt duschen gehe, habe schon gemerkt, mir geht es wahnsinnig schlecht. Oder beziehungsweise mir schwindelig geworden. Und als ich dann unter der Dusche stand, beziehungsweise auf dem Weg zur Dusche, hat meine linke Brusthälfte angefangen zu jucken. Und da habe ich mir auch nichts weiter dabei gedacht, hat wahnsinnig eklig und unangenehm gejuckt. Und dann unter der Dusche, als ich mich dann einschamponieren wollte, habe ich dann auf einmal gemerkt, dass ich so ein ganz blödes, fast gar kein Gefühl mehr im linken Arm komplett habe und meine Fingerspitzen taub, also da kribbeln sind. Und habe ich dann einschamponiert und so wie ich meinen Kopf berührt habe, habe ich gemerkt, mein Kopf fühlt sich an wie Watte gepackt. Also ganz, ganz, ganz komisch, die Ohren sind ein bisschen zugegangen. Ich habe dann auch wieder wahnsinnig schlecht Luft bekommen und zum Ende des Duschvorgangs sind meine Knie auch weich geworden. Und da habe ich gesagt, so herzlichen Glückwunsch und versuche dich da irgendwie rauszuretten, weil macht keinen Sinn.
Und habe ich dann fertig gemacht, habe meinen Arbeitskollegen geschrieben, habe kommentiert, ich komme dann bald. Ich habe eine ganz fiese Panikattacke und sobald die rum ist, komme ich dann rum. Dann sind wir losgefahren und das war eine Fahrt von 20, 25 Minuten, ja. Und habe während der Fahrt auch die Augen zugemacht und habe versucht runterzufahren und zu entspannen, aber während der Fahrt gemerkt, dass auf einmal wieder wie ein Knoten im Magen ist und es mir einfach nur von Minute zu Minute schlechter ging. Haben dann das Auto geparkt. Ich konnte dann einfach schon nicht mehr. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, aus dem Auto zu steigen. Wir haben genau auf das Haus geguckt, wo meine Arbeitskollegin wohnt und wir sind zu Tränen gekommen und mir war schwindelig. Mein Kopf hat sich angefühlt, als wäre ein Zentner schwer, aber gleichzeitig hat sich alles gedreht. Ich konnte meinen Augen nichts fixieren, meine Brust war wieder wie, als ob ein Stein ein ganzer Berg drauf liegen würde. Ich habe gedacht, ich kriege einen Herzkasper, meine Arme waren beide taub gewesen, meine Beine sind taub geworden, meine Füße haben gekribbelt, meine Finger haben gekribbelt, das war so unangenehm gewesen und ich habe meine Frau gebeten und habe gesagt, so, ey Schatz, können wir bitte nach Hause fahren, ja? Und habe da auch, wie gesagt, Tränen in den Augen gehabt und mir ging es einfach scheiße und auf dem Weg nach Hause habe ich dann auch geweint. Ist halt so und ja, hab dann nur meiner Frau auf der Rückfahrt habe ich dann erklärt, oder habe sie gefragt, erst ob es okay ist, wenn ich ihr sage, darf ich dir bitte erklären, was gerade in meinem Körper vorgeht. Und hat sie gemeint, okay. Und dann habe ich ihr Schritt für Schritt für Schritt die komplette Rückfahrt erklärt, was da eigentlich in mir vorgeht. Und am Ende war es für sie nervig gewesen, wie sie mir fairerweise bestätigt hat. Aber ich halt auch sage so, ja, aber so geht es in mir vor. Und sie hat es ja auch nicht böse gemeint. Sondern ich meinte so, ja, es ist halt nervig, wenn man es die ganze Zeit hört. Und dann wie so ein Fußballmoderator, so und jetzt. Und ich dann erzähle, was da los ist. Das ging halt nicht. Ich habe mich dann bei meinen Arbeitskollegen entschuldigt. Nächstes Mal, neues Jahr, neues Glück. Und dann sehen wir weiter. Also hatte ich am Montag dann meine erste Therapiestunde. Und das habe ich dann auch nochmal im Video schnell zusammengefasst. So, einen wunderschönen guten Montagmorgen. Ich stehe jetzt hier quasi vor der AWKV, um meine nächste Therapiesitzung wahrzunehmen, die erste seit Monaten, beziehungsweise seitdem auch meine alte Therapeutin krank war und ich jetzt quasi mit einer neuen anfange. Und ja, ich bin gespannt. Bin jetzt alleine mit dem Auto gefahren, wie man sieht, meine Frau ist nicht mit dabei. Ich kann vielleicht sagen, also die Strecke ist auch nicht die längste, vielleicht kann ich sie hier gerade mal einblenden, dass man sehen kann, wie lange ich da fahre. Es war anstrengend. Ich war jetzt noch kurz im Futterhaus gewesen bei uns, hab da Essen für unseren Hund geholt und bin dann jetzt ein Stückchen hier weitergefahren und bin auf dem Parkplatz. Hat sich gezogen. Aber mal gucken, ich bin jetzt gespannt, wie die Stunde wird. Ich bin noch viel zu früh da, geht das in einer halben Stunde los. Ich werde jetzt noch ein bisschen rumlaufen, runterkommen. Und ja, dann mal gucken, was jetzt bei der neuen Therapeutin bei rumkommt. Ich bin gespannt und gebe dann mal ein schnelles Update. Also bis gleich. So, meine erste Therapiestunde mit der neuen Therapeutin ist jetzt rum. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr begeistert gewesen. Also ich bin da so, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wenn man jemanden das erste Mal so anguckt, hat man ja schon entweder ein gutes oder ein schlechtes Gefühl. Und ich hatte ein gutes Gefühl, weil die Therapeutin hat eine sehr angenehme Ausstrahlung gehabt, ja. Und so eine Aura halt. Und ja, wir haben natürlich gerade mal aufgegriffen, was alles bei mir so passiert ist, beziehungsweise wie das alles angefangen hat. Und ja, hab da aber auch wenig Probleme gehabt. Und da hat sich dann zum Schluss die Dame bei mir bedankt und ich mich bei ihr auch für ihre Zeit. Haben dann am 16. Dezember einen neuen Termin und ich freue mich darauf. Habe halt wieder dieses, wie beim ersten Mal Therapie auch, dieses, wenn Panikattacke ausbricht, schreiben, wann, wo, wie ich mich dabei gefühlt habe, wie es sich bemerkbar gemacht hat, in welcher Intensivität das Ganze war. Und ja, also ich stehe dem Ganzen sehr positiv entgegen und werde euch da up to date halten. Schade, ich wollte eigentlich voll richtig Gas geben. Klappt leider gar nicht, ich muss mich hinsetzen. Mir ist wahnsinnig schlecht. Ich weiß nicht, ob vom Kaffee liegt, wenn ich da jetzt vom Lauf getrunken habe. Aber mir ging es vom Lauf eh schon ein bisschen blumrand und komisch. Boah, das ist mir wahnsinnig unangenehm. Aber gut, wir können es jetzt gerade nicht ändern. Okay, ich weiß nicht, mein Kopf ist gerade so. Ich versuche irgendwas Sinnvolles zu sagen. Ich werde mich kleinen Schwung, alles dreht sich, meine Beine zittern. Ach, scheiße. Also ich war jetzt mit dem Hund nochmal draußen und habe dann jetzt eben nochmal nach dem Lauf hab ich was gegessen und habe mich dann direkt ins Bett gelegt. Mir ging es absolut beschissen. Ich bin jetzt einigermaßen wieder über den Berg. Ich habe keine Ahnung, was die Panikattacke ausgelöst hat. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht lag es wirklich an dem Kaffee, den ich vorher getrunken habe und dann, keine Ahnung, mit dieser Motivation und weil mir dann schon am Ende auf der Arbeit so schlecht ging, vielleicht war es wieder alles zu viel gewesen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch, weil ich mir schon wieder zu viele Gedanken mache wegen dem Wochenende und was da alles anstehen wird und überhaupt und zerdenkt es schon kaputt. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Das war nur nicht schön gewesen jetzt vorhin. Und ich meine, ich hatte ja schon mal ein, zwei Male, wo es mir beim Laufen nicht gut ging, ja, und wo ich da trotzdem noch durchgezogen habe, aber da habe ich jetzt vorhin keine Chance mehr gesehen. Das war, ich habe richtig gemerkt, wie so mein Körper nach und nach von unten nach oben einfach taub wird. Und das war
schlimm. Ich konnte ja auch nicht mehr richtig reden und ich habe auch nur gedacht, ich kipp um. Und ich habe ja, wie gesagt, irgendwann auch im Bett gelegen, habe geschlafen. Zwischendurch bin ich immer wieder wach geworden, weil ich gedacht habe, mein Herz schlägt nicht mehr oder ich kann nicht mehr atmen oder wie auch immer. Das war grauenhaft. Wie geht es mir oder wie ist mir der ganze letzte Mittwoch? Die Tage waren sehr anstrengend gewesen. Seit Donnerstag war ja Gott sei Dank mein Bruder dann da zu Besuch gewesen. Ich bin ihm unendlich dankbar und Christian, wenn du das siehst, na, vielen Dank für deinen Besuch. Das hat mir tatsächlich mental sehr, sehr, sehr gut getan. Körperlich jetzt nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ich habe ein bisschen dickeres Gesicht bekommen. Habe ein paar Kilo zugenommen. Habe auch seit letzter Woche dann nicht mehr trainiert und ich merke, dass die letzten zwei Wochen nicht so trainingsintensiv waren. Ja, gut. Was will man machen? So, ja, Hauptsache hier im Oberstübchen. Dann geht's wieder einigermaßen. Ja, Panikattacken habe ich jetzt tatsächlich, seit mein Bruder weg ist, nur noch zweimal ganz kleine gehabt. Und zwar waren wir jetzt am Sonntag bei uns im Wald spazieren gewesen, wollte man mit der Kleinen ein bisschen raus und da ist während dem Spazieren, weil es war leicht verschneit gewesen, aber ich habe auf einmal so ein Flimmern vor den Augen bekommen. Und weil diese Kontraste mit den Bäumen und mit ein bisschen Schnee und wie auch immer, das hat mich irgendwie oder irgendwas in meinem Kopf aus dem Konzept gebracht und ein bisschen nervös, aber ich habe halt auch versucht ruhig zu atmen und habe es einigermaßen gut verstanden, habe es meiner Partnerin erzählt irgendwann und sie hat auch gemeint, ja, ich hätte mich halt gut geschlagen und am selben Tag, abends noch, wo ich im Bett gelegen habe, habe ich halt auch wieder so gemerkt, dass ich dann wieder das Gefühl hatte, dass meine Brust sich aufpumpt oder meine Lungenflügel oder mein Herz und ich dann Schiss hatte, dass ich irgendwie nicht mehr atmen kann oder mein Herz stehen bleibt und ja, das war ein bisschen doof gewesen, war aber jetzt auch das Einzige gewesen. Dann das letzte noch. Also nächstes Jahr werde ich tatsächlich meinen Social Media Account übernehmen von Störschweinstürzer, also Instagram von Störschweinstürzer zu Stürzer Running for Charity und werde dann auch die Videoreihe umbenennen von Stürzer zu Leben Running for Charity zu Stürzer Running for Charity, weil aus der Phase der Idee sind wir raus und das ist jetzt quasi mein Ding einfach, was ich jetzt mache und aus einer Idee ist Realität geworden und ich wusste nach den ersten 2-3 Videos auch nicht, macht das noch so viel Sinn, macht mir das überhaupt Spaß oder wie andere Leute darauf reagieren und wenn nicht und ich muss sagen, und den Tipp kann ich auch nur jedem anderen mitgeben, wenn ihr etwas gefunden habt, was euch Spaß macht, haltet daran fest, zieht das durch und macht weiter, weil ich habe ein bisschen Feedback bekommen, aber sei es jetzt, keine Ahnung, von Freunden oder Familie, ist das Feedback sehr gering oder Menschen, die mir wichtig sind, wo ich mir hier und da auch gewünscht hätte, dass ich da ein bisschen mehr Unterstützung habe, aber am Ende des Tages, mir macht es Spaß, es ist für mich, es ist wichtig für mich, ich weiß, was ich mache, ich weiß, was ich vermitteln will, ich weiß, was ich mit euch da draußen teilen will und solange es nur einen einzigen Menschen da draußen gibt, dem ich irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte oder der sagen kann so, boah, cool, cooler Typ und nimmt das mit als Motivation, um irgendwie aufzustehen, weiterzumachen, den Kopf aus dem Sand zu holen, dann ist mir das absolut wert, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und wenn diese Person auch nur ich bin, dann ist das auch völlig okay. So, meine Lieben, und zwar werde ich jetzt den Gesamtbetrag, den wir erlaufen haben dieses Jahr, werde ich dann jetzt überweisen an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ich hatte selber zusammengespart und erlaufen gehabt 377 Euro, weil ich insgesamt 377 Kilometer gelaufen bin. Davon waren 15 von meiner lieben Kollegin Andrea, die mir jetzt im Last-Minute-Eilverfahren gerade nochmal auch einen beachtlichen Spendenbetrag hat zukommen lassen. Vielen Dank, Andrea. Ich weiß das wahnsinnig zu schätzen. Das ist unfassbar. Und damit ihr auch seht, dass hier niemand übers Ohr gehauen wird oder dass es hier keine Betrügerei oder Trickserei oder wie auch immer ist, werde ich jetzt hier auf meinem Handy die Bildschirmaufnahme starten. So. So, wie man sieht, das ist mein Handy. Und da oben steht jetzt so der Start und da drücke ich jetzt mal drauf. So, und es läuft und somit sind Handy und Dings hier das normale, also ich filme mich jetzt und sowohl mein Handy und dann wird man, glaube ich, in dem Video hier oder auf der Seite, wird dann noch eine kleine Box erscheinen, wo dann die Bildschirmaufnahme mit drin ist. So, wir öffnen jetzt mal PayPal. Ich gehe da mal rein mit meinem Fingerabdruck. So, wie man sieht, 442 Euro. Und ja, der Betrag kommt von meiner Kollegin Andrea. Ja, ich blende mal dein neues, skizze mal deinen Nachnamen aus. Achso, ja, so weit wollte ich gar nicht runtergehen. So, Geld senden, spenden. Gemeinnützige Organisation, Stiftung, Deutsche Depressionshilfe. So, genau. Ziel der Stiftung Deutsche Depressionshilfe ist es, einen wesentlichen Beitrag zur besseren Versorgung depressiv erkrankter Menschen und zur Reduktion der Suizide in Deutschland zu leisten. Neben Forschungsaktivitäten bietet die Stiftung Betroffenen und Angehörigen vielfältige Informations- und Hilfsangebote, wie zum Beispiel das deutschlandweite Infotelefon Depression. Daran oder dahin wollen wir jetzt überweisen. So, und dann machen wir doch glatt. Hier. Oder wie viel waren es jetzt gewesen? Schande, ich muss mal zurück. Sorry, oh Gott, der Gedächtnis wie ein Sieb, ne? 442 Euro. So, 442 Geld sind Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Spenden. 400. In der Ruhe, das ist vielleicht nicht so viel. 442 Euro. Weiter. So, einen Moment. Spenden PayPal betreiben. Jetzt finden. Und wie man sieht, mein Name, ich bin also eingeloggt, das ist mein Account. So,
Vielen Dank für Ihre Spende über 442 Euro zur Unterstützung von Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ach, ich mache einfach davon einen Screenshot, liebe Leute. Ach, Schande, das kann ich jetzt nicht machen. So, auf jeden Fall, ihr seht, also hier auch nochmal als Bestätigung, ja. 442 Euro sind gespendet worden an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Was verbleibt mir abschließend noch zu sagen? Ich bedanke mich bei jedem einzelnen Menschen, der mich dieses Jahr supportet hat oder seitdem ich die Stiftung Running for Charity Aktion gestartet habe. Wie gesagt, ich bedanke mich am allermeisten bei der Andrea gerade für die Spende, die jetzt gerade mal reingekommen ist. Unfassbar, also wunderschön, vielen, vielen Dank dafür. Und für nächstes Jahr schon mal allen Menschen, die sich dann finanziell auch beteiligen wollen. Ich erkläre im nächsten Laufvideo, wohin es geht, was da gespendet wird und wie auch immer. Und ja, ansonsten vielen, vielen Dank an sämtliche Menschen in meinem Leben, die ich Freunde nennen darf, die für mich da waren in der schwierigen Zeit. Und oder sein Ausbruch meiner Panikattacken und vielen, vielen Dank für alle Leute, die mich halt in der guten Sache unterstützt haben oder mir mentale Stärke gegeben haben, halt auch mit denen jetzt Running for Charity Videos. So, und an der Stelle, ja, ich habe halt nie was vorbereitet, deswegen kommt es halt sehr spontan aus mir raus. Ich bedanke mich nochmal bei allen und ich wünsche jedem einzelnen von euch einen guten Start ins Jahr 2022. Hoffentlich wird es entspannter als die letzten 2 Jahre in vielerlei Belangen und ansonsten, ja, rutscht gut rein, rutscht nett aus, haltet die Ohren steif und dann hören wir und sehen wir uns nächstes Jahr in neuer Alterfrische wieder. Bis dann. Ciao, ciao.